Moin moin, hallo ihr Lieben, live hier aus Hamburg, der besten Stadt der Welt. Wir zocken eine Runde Among Us und wir haben heute eine fantastische, illustre Runde der Superstars des Internets hier versammelt, um mit uns gemeinsam herauszufinden, warum Simon immer alle umbringt. Schon direkt die Leitung gelegt. Ja. Ja. Ich habe eine Liste, soll ich mal vorlesen, wer alles dabei ist? Achso, ich dachte der Gründe, warum ich schuld bin. Nee, das machen wir gleich. Sayuri ist dabei, Lara Loft, ne? Funk Royal, Dalukat ist dabei, Bonjour, Leon alias Red Panda. Leon ist ja Red Panda, aber wieso, ja. Sepp ist von den Pizzas dabei und Jay ist von den Pizzas dabei. Alter, wie viele sind das denn? Ja. Schreibt die gerade alle auf. Und Matteo. Von Bonjour. Also wir spielen ja auch mit den Bonjour-Jungs und mit den Pete's Boys und mit den Lone Rangers, die wir gerade aufgezählt haben. Das wird nicht so leicht, weil ich kann die natürlich alle persönlich nicht so gut einschätzen. Ja, die uns aber auch nicht. Bis auf die Bonjour-Jungs, von denen weiß ich, dass sie zu allem fähig sind. Und natürlich aber die haben Pech. Die haben halt kein Glück. Die werden nie der Imposter. Ja. Und wir warten jetzt, glaube ich, so ein bisschen auf die anderen, weil im Gegensatz zu uns, die wir sehen, in strikten Sendeplan haben, sind die nicht alle parat. Deswegen machen wir jetzt mal ein klitzekleines Intro in ungefähr von 10 Sekunden Länge und dann, wenn wir dann wieder da sind, dann sind alle anderen auch hier. Was ist das Problem? Da sind so viele also, nee, in der also Gruppe, man sagen, kann kaum was verstehen. Hallo. Hallo. Ah, oh, hallo. Hallo, Simon. Ja, das war der Simon, ja, das ist korrekt. Hi Simon. Na, wie ist bei euch? Es tut mir jetzt so leid, dass ich eure ganzen Stimmen nicht auseinanderhalten kann. Ja, das ist egal. Mir auch leid. Ich würde sagen, wir halten uns an die Bildschirmnamen oder so. Dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Vielleicht heute keine Namen-Gags heute. Ja, bitte nicht. Ja, genau. Also wir sollten in-game auf jeden Fall die richtigen Namen benutzen und dann auch versuchen, möglichst transparent zu spielen, so wie immer. Gut. Also, ich bin sehr gespannt, wie sich das gleich entwickelt. Ja. Genau, ohne Lügen. Wenn ihr Imposter seid, dann sag's bitte direkt. Und Schreibt eine Rundmail. Okay, also einmal ganz kurz. Ihr seid auch gerade live, oder? Ja, wir sind live. Okay, super. Super, super, super. Ja, auch? Okay, also erstmal ein paar. Ja, wir sind auch alle live. Eine kurze Information. Lara kommt etwas später, weil sie noch auf der Twitch-Tour ist. Richtig, habe ich mir auch direkt gedacht. Aber sie versucht auf jeden Fall dazu zu kommen. Und glaube ich auch. Und Funk, also Max, der kann heute nicht mitspielen, weil sein Internet heute nicht funktioniert. Das heißt, wir hätten einen Platz frei, den wir auffüllen könnten, wenn ihr noch jemanden habt, den man spontan fragen könnte. Ansonsten schaue ich mal so. Ich hätte, warte mal, ich kann mal jemanden fragen. Ich weiß gar nicht, wen ich bei dieser hervorragenden Gruppe zuerst abstechen soll, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mein Messer verdient. Ich meine, alles Spaß. Also ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt, ich habe noch eine offene Rechnung mit Nils. Von das mag ich. Das gefällt das mir. Ich erzähl auch mir doch mehr davon. Das ist echt mal Warten Sie. Für mich. Möchtest du diese Diskussion in diesem vollen Raum vor allen Leuten wirklich führen? Noch kannst du dich zurückziehen. Lass es. Ich dachte, das wäre verjährt. Also das ist jetzt aber... Ein Elefant vergisst nie. Ich heb mir das auf für später irgendwann und dann werde ich einfach rausholen, wenn mir danach ist, Nils, okay? Ja, man gefällt mir. Immer alles von dir rausholen, wenn es dir gefällt. Ich wollte auch gerade sagen, und dann hol ich raus, wenn es mir gefällt. Jetzt geht's los hier. Ich habe Also, wenn ich es richtig sehe, sind wir gerade zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was denn hier so mit Daniel, hier Moonguy oder sowas? Ist der da? Spielt der gerade? Oh, Mau nicht gerade wen gefragt? Genau, also wenn Mau jemanden fragt und der könnte dazu stoßen, dann hätten wir die Gruppe ja schon voll, weil Lara kommt auch gleich dazu. Natürlich. Wir können aber erstmal, wenn ihr wollt. Soll ich mal Ninja fragen? Ja, oder Shroud oder so. Ja. Einfach so deine privaten Kontakte einfach mal durchgehen. Weil er mittlerweile in unserer Zuschauerregion von den Zahlen ist angekommen, oder warum? Nee, der ist wieder groß. Der ist wieder groß, seit er auf Twitch ist. Was? Okay. Also wie wäre es, wenn wir einfach mal eine Runde zu 8 starten, damit wir schon mal ein bisschen spielen und uns ein bisschen warm spielen und dann gucken wir einfach noch, wer dazukommt. Ich denke, wenn Lara dabei ist und wir 9 sind, dann können wir sowieso mit 2 Impostern spielen und wenn dann noch voll gemacht wird, umso besser. Ja, perfekt. Gut, wie ist denn hier so, wie komme ich denn da rein? So, also, wir machen das jetzt so, Dalu ist der Experte, der weiß schon die ganzen Settings, der wird dann einfach seinen Code in die Lobby schreiben, da steht, oben ist ein Among Us Channel, ich würde euch, oder Simon, ich könnte dir den einfach bei Twitter schicken als PN und dann kannst du den Nils weitergeben. Ja, ich kannst mir den auch einfach schicken, Mendel, wenn du schon... Ich kann den auch eben twittern, dann könnt ihr jetzt nicht bieten, oder wie das auch. Ich hab den schon mal für Nils rausgeholt, den
Code. Ach, den Code. Ich dachte schon, ja, das, das, mal, wie das jetzt ausgeht. Wo hast du mir den denn geschickt? In den Among Us. Weil ich schicken dir auch noch mal kurz über Steam, wenn du möchtest. Eben gerade war ich noch der Leiter des Codes, jetzt bin ich der Letzte. Genau, also Simon, wir wurden gerade enteignet scheinbar. Also ja. Sie haben uns einfach alles schnell weggenommen, was wir hatten. Deswegen, du musst raus. Laut sein. Laut reden, nicht mehr aufhören zu reden. Auch. Bis du halt im Spiel bist wieder. Also, ich gebe jetzt mal den Code ein. Kann ihn mir jemand irgendwie schicken, ne? Irgendwie zukommen lassen. Matteo, schick ihn mir über WhatsApp. HSVSUX ist der Code. Das stimmt doch nicht. Warum bist du gemein? Also, warte mal. Warte mal. Das steht also, ich glaube, Jay macht mich hier gerade direkt zum Target. Das finde ich super. Dann bin ich schon mal direkt raus aus dem Spiel. Nice. Also, in mir steigt schon langsam die Aggression auf, dass ich jemanden abstechen möchte. Ich steche alle ab, ey. Also, ist mir scheißegal, wer ich bin. So, okay, ich will in dieses Spiel nun hinein. Wie geht das? Nils, hast du den Code von Jay bekommen? Nein, weil Jay und ich haben noch nicht Telefonnummern ausgetauscht. Schick mir das doch einfach auch per Twitter. Ich folge dir doch jetzt wieder. Folgst du mir nicht? Du bist mir entfolgt! Was? Jetzt kommt raus. Ich mache jetzt gerade eine Gruppe. Ach, hallo, ich sehe ihn. Ach, warte, ich habe ihn. Ich habe ihn, dankeschön. Unsere Regie hat uns den hier auf die Uhr gelegt. Ah, wunderschön. Brauche euch nicht, ihr Amateur. Kann ich in einem Spiel joinen? Kann mir mal kurz jemand. Ich habe das vielleicht dreimal gespielt bisher. Kann mir jemand kurz mal aus Regie sagen, wo ich hier joine? Online, Freeplay, okay, Local. Möglicherweise habe ich gerade den Code geleakt. Oh. Ja, das ist jetzt doch nicht überraschend. Das hast du auch. Ich kann das Spiel gar nicht finden. Der Code ist falsch. Auch Leute kicken, das ist US-Server, Nils. Ich hab mich aber auch schon gefragt, was heißt das? Warum das bei den letzten Malen noch nicht passiert ist. Den Server ändern. Ah, danke. Ja, sorry. Tut mir leid. Regie, ja, könnt ihr mir auch mal helfen? Europe? Wir können ja versuchen, 3000 Leute zu kicken, ist easy. Matthäus, neu im Business, der macht das noch nicht so lange. Ja, das Problem ist, letztes Mal hatte ich mich drauf verlassen, dass da, ihr wisst schon, ne? Warte mal, ja. Nils hat sich netter Nils genannt. Willst du mich verarschen, Nils? So? Also ich habe ihn bislang nur als netter Nils kennengelernt. Dankeschön. Ja, klar. Hä, habt ihr den nicht im letzten Civ-Gipfel direkt gekillt am Anfang? Na, Peter. Peter war das. Ah, okay, also Peter ist der Böse. Peter der Böse. Aber guck mal, ist noch niemand gejoint. Wir haben also scheinbar alle Zuschauer sind komplett unverschämt. Ja. Wer ist Mon? Das bin ich. Simon. Ja. Ich dachte gerade schon. Okay. Entschuldigung, soll ich mich noch umbenennen? Ich dachte, das reicht vom Namen her. Geht nicht. Okay. Mehr. Ich teste noch mal ganz kurz. Okay, nee, geht immer noch nicht. Simon. Die mit kurzen Namen. Sonst werden wir gebannt auf Twitch. Moment, ich bin obenrum nur nackt. Da ist hauptsächlich Helm. Ich hätte vielleicht jemanden, der noch mitspielt. Razertainment? Kenn ich nicht, wie viele Follower hat er? Hier kommen nur die Geilsten rein. Wenn er nicht mehr als Monta hat, dann ist das nix. Dann muss ich leider gehen. Geh nicht. What the fuck? Okay, wir sind Achterlobby. Wir sind alle Leute, die gerade da sind. Also Sepp kennt man den. Ja, wer ist Sepp? Hier, Matteo, du willst immer noch die erste Map spielen, ne? Also bist du noch nicht ready, oder? Ich würde gerne die erste Map spielen, aber nur aus Rücksicht gegenüber allen anderen Spielern, weil die anderen Maps sind sehr viel komplizierter. Und wenn Simon und Nils sagen, sie haben noch nicht so oft gespielt. Ist aber nicht. Einmal gespielt. Und ich war deswegen. einmal Imposter. Also ja, ich war zweimal Imposter als ich. Aber ist doch gut. Also ich habe kein Problem mit der komplizierten Map. Ich verstehe sie dann halt nicht. Aber Matteo kennt die anderen Maps auch nicht. Der spielt auch aber ey, Leute, wir machen das schon. Macht euch nicht so viel Sorgen. Zur Not verliert man halt mal. Ja? Das ist ja auch nochmal eine schöne Abwechslung. Das ist für den Nils auch mal was Neues. Ja. Okay, also wir starten. Ich spiele einfach die erste Map. Und wenn irgendwie die ganze Gruppe sagt, ja komm, wir können jetzt zur nächsten Map, dann können wir das machen, müssen wir aber nicht. Aber ich glaube, die erste Map ist auch die beste, meiner Meinung nach. Also kommt der Mitspieler von Mau jetzt nicht dazu, sondern wir zu 8 starten einmal? Wir starten einmal zu 8 und damit wir uns ein bisschen eingerufen. Genau. Einfach direkt starten und dann haben wir Ein paar Runden drin. Matteo? Okay. Hast du den Code geleakt und es ist keiner gekommen? Ihr ist traurig, oder? Das ist traurig. Das sagt das aus. Spricht nicht für deine Followerschaft. Ja, für uns alle. Wo hast du die gekauft? Nee, aber vielleicht spricht das gerade für meine Followerschaft. Okay, ich mute mich. Mach's gut. Warte mal. Ey, bitte mich nicht töten. Oh.
Geht das? Guten Abend. Sehr viel Zeit vergangen. Ja, also. Leon war so lustig. Leon hat reported. Okay, also Mateo, Was magst du mir sagen, was du gemacht hast, während das Licht ausging? Ich bin mit dir sogar zu Electric gelaufen und wollte fixen. Und dann habe ich gesehen, hast mich vor dir dann gesehen, während das Licht aus war? Wie vor mir? Was meinst du? Also, ich frag dich so, weil ich weiß, dass ich dich und Simon alleine gelassen hatte in Admin und jetzt ist die Leiche dort gewesen. Deswegen bin ich jetzt gerade auch wieder zurückgelaufen Richtung Admin. Ja, aber ich war in Electric drin. Jay hat mich gesehen, Nils hat mich gesehen und du hast mich auch gesehen. Du bist dann halt nachgekommen. Du warst auf jeden Fall hinter mir. Das heißt, du hättest genug Zeit gehabt, dann Kills zu machen. Nein. Ich bin direkt mit dir gelaufen. Mateo, ich habe dich nicht gesehen in meinem kleinen Kegel, den ich hatte. Ich weiß, dass du einen kleinen Kegel hast, aber du hast mich auch nicht gesehen. Also den kannst du mir nicht anhängen. Ohne Scheiß. Also, das ist vom Timing her und so. Also die Leiche liegt Edmund oder was? Genau, Edmund neben dem Tisch links. Ja, warte mal ganz kurz. Es war folgendermaßen. Bevor das Licht ausging, stand ich bei Edmund und habe gesehen, wie Leon am Edmund-Panel ist. Da kann man nämlich checken, wie viele Leute in wie vielen Räumen sind. Und dann ging das Licht aus und dann bin ich nach Electrical gelaufen und Leon hätte da einfach den Kill machen können. Nee, bist du nicht. Okay, jetzt weiß ich, dass du lügst. Du standest nämlich noch vorne im Eingangsbereich. Ich bin einmal zurück zum Double-Checken, ob du direkt getötet hast. Dann bin ich direkt zu Electrical gelaufen. Du standest noch im Eingangsbereich. Nein, Leon. Ey, Leute, pass auf. Wir haben es jetzt 15 Sekunden. Ich habe folgende Idee, Leute. Wenn das nicht Mateo ist, ist es ja offensichtlich Leon. Ja, einer von beiden. Ich bitte euch zu skippen. Ich bitte euch zu skippen. Aber Leon, warum schießt du so krass gegen mich? Das ist so krass. Ey, vom Bauchbeinopfer, ne? Ich hasse das jetzt schon. Ach, Feiglinge.
So, guten Abend. Ich würde Sie gerne informieren, dass ich gerade an Electrical raus vorbeigelaufen bin. Da kam Leon raus. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt bei den Kameras gucken, ob da eine Leiche liegt. Weil wenn da eine Leiche liegt, dann ist Leon von den Kameras gewendet zu Electrical, nachdem er den Mord begangen hat. Und da lag eine Leiche, und zwar Simon. Und es ist 100% Leon. Nee, warte mal kurz. Simon also, oder Jay, Sepp? Nee, warte mal. Jay hat mich im Reaktor gesehen. Ich bin, nachdem ich im Reaktor war, einfach runtergelaufen zu Lower Engine. Nein, ich bin da lang gelaufen. Das ist ein geiles Gespräch. Okay, Matteo hat genau das gemacht, was er gerade sagt, nur andersrum. Er ist in Electrical rein, ist hochgewendet. Ich würde also feiern, wenn ihr es beide seid. Das wäre eine absolute Premium-Runde. Also entweder ist Matteo maximal lost gerade oder der ist es. Also Leon war auf jeden Fall da, aber der kann natürlich einen Kill-Cooldown haben, ne? Oder? Leon, erklär mir bitte, warum du in Electrical warst. Was hast du da gemacht? Ich habe gecheckt, ob da eine Leiche liegt, weil ich gerade von links kam, vom Reaktor. Und warst du vorher an den Kameras? Sepp war an den Kameras. Sepp war an den Kameras? Ja, der ist ja tot. Du hast ihn doch gerade gefunden. Stimmt. Ja, das stimmt. Lalu, ey. Warum hast du ihn umgebracht? Wir beide. Du hast doch gesagt, du wolltest nicht auf Pete spielen. Wir beide spielen schon so lange Hide and Seek. Ja, okay. Also, plötzlich komischerweise ist Simon erst gestorben, nachdem du weg warst von mir, mein Freund. Eine ganz kurze Informationsabfrage. Wir haben zwei Imposter in dieser Runde, oder? Ja. Ach echt, ja. Zwei? So. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt schon voten, ne? Genau, das heißt, wer sagt nein? Stimmt, wir müssen voten. Ja, sorry, ich habe nur drüber nachgedacht. Also, Leon. Ja, sorry, Leon, aber dieses Plädoyer von Matteo war so. Das ist komplett im Moment. Das Einzige, was ich euch anbieten kann. Nee, Matteo. Also, wenn das jetzt eine Lüge war. Ey, man sieht's ja nicht. Wie, man sieht's nicht? Ach was, man sieht es ja nicht. Oha. Das ging schnell. Mann, ey, es tut mir leid, Leon, aber Jay, warum immer als du mich? Warte mal. Erklär mir bitte, warum ich lost bin. Leon, du beschuldigst mich wie so ein wahnsinniger Teufel, ja? Und dann, wenn ich mich verteidige, bin ich lost, oder was? Du hast mir gerade einen Mord einfach in die Schuhe geschoben, der nie geschehen ist, wie du gesagt hast. Warum haben wir denn jetzt verloren? Kann mir aber einer erklären, was passiert ist? Okay, ich sag's mal so, Leon, du warst jetzt unschuldiger, du hast es trotzdem verdient zu sterben. Was ist denn jetzt passiert? Naja, ich nehme an, wir haben verloren. Ne? Aber warum? Ja, weil das Schiff kaputt ist, oder? Es waren die ganze Zeit Dalu und Sayuri, also Mao. Und die haben uns einfach gegenseitig uns beschuldigen lassen, haben einfach nichts gesagt. Ja, aber wir haben die Dalu gut euch auseinandergenommen. Dalu, ich rechne dir groß an, dass du dich umgebracht hast. Muss ich wirklich sagen. Der Killer Sepp war insane. Also ich habe die Tür bei ihm zugemacht, bin reingewendet, hab ihn gekillt und bin dann wieder rausgekommen. Electrical? Ach, das? Ja. Okay. Es tut mir auch leid, aber es hat so krass gepasst, Leon. Du kamst aus Electrical rausgelaufen und ich sag noch zu mir, okay, wenn ich jetzt in Kameras reinlaufe und da liegt eine Leiche, dann muss es Leon gewesen sein. Und ich laufe hoch und da liegt er einfach. Es ist einfach, das kann man sich nicht ausdenken, was hier schon. Das ist sehr zugute. Ja, ich entschuldige mich nochmal bei allen anderen. Ich muss immer abhängen beim Hide and Seek schon. Immer als er mich verloren hat, habe ich schnell eingekriegt. Ich habe mal eine Frage. Wenn der Strom aus ist, das Licht aus ist, sieht der Imposter dann weiter? Also hat der einen größeren Radius? Ganz normal. Also ach echt, ja, das erklärt so viel. Ich habe nämlich nicht mal den gesehen, der mich gekillt hat. Es war so, es blitzte kurz auf in irgendeiner Farbe, zack, war ich schon tot. Das war ganz lustig. Und weiß man, wer der andere Imposter ist? Ja, das weiß man, genau. Der Name ist dann rot markiert. Ja. Also ein paar Sachen, die auch echt wichtig sind. Wenn ihr Crewmates seid und ihr sterbt, dann ist es echt wichtig, dass ihr die Task weitermacht, weil das ist noch eine Möglichkeit für die Crew zu gewinnen. Also wenn die grüne Leiste oben voll ist, ne? Das ist auch sehr wichtig. Und versucht besser zu spielen als ich. Also nicht einfach Leute beschuldigen und so.
Mhm. Einer fehlt noch, ne? Einer ist noch nicht in der Lobby. Play again. Ich hab ganz lange gesagt. Ja, am Ende war ich enttäuscht, dass du es gesagt hast. Ja. Ich wollte sogar. Ich hab's im ersten, hab ich's extra nicht gesagt. Wer fehlt denn gerade? Ich glaub, Simon. Ah, da ist er doch, Simon. Geil, mit der Banane auf dem Kopf. Wie sieht's bei Mao aus? Kommt da noch wer? Oder bei Lara? Bei Lara ist gerade online gegangen, ne? Genau, Lara müsste sie sofort da sein. Ich weiß noch nicht, also ich habe nur gesehen, dass sie online gegangen ist, nicht was sie gerade macht. Hat sie schon Among Us installiert? Ja. Das Lara ist ja das im Kopf. Sie war letztes Mal auch schon dabei. Die war schon ein paar Mal dabei, ja. Das war ein Joke. Ja, seht ihr, Jay macht die ganze Zeit so, so Imposter-Moves, die Jay gerade schon macht. Also nächste Runde ist Jay Imposter, okay. Jay hatte am Ende wahrscheinlich noch keine Task gemacht. Ich hab wirklich gar nichts gehabt. Mir fehlt noch drei oder so. Also wenn Lara jetzt dazukommt, dann können wir die Frage... Lara ist zumindest noch nicht zu sehen. Sie hat noch, startet gleich. Also Zweifel morgen. Dann lass uns doch noch eine schnelle Runde spielen. Ja, machen wir, bevor wir ewig warten. Das geht schnell. Okay, geil. Jetzt eine Frage an unsere Regie. Dürfen wir eigentlich etwas reden oder sind wir gemutet? Wie sollen wir gar nichts sagen? Wir sind gemutet. Das heißt, wir können hier jetzt reden? Oder sollen wir das lieber nicht machen? Okay. Danke für die Info. Ich hasse es, Erster am Tatort zu sein. Ja, Erster oben links von der Cafeteria. Oben links, also über Medical. Ne? Von ja. Electrical in Security. Nochmal, Mau, was hast du gesagt? Da ist gerade jemand gewendet. Ich habe im Admin-Panel geguckt, auf der Karte. Da waren zwei Leute in Electrical, auf einmal war nur noch einer da und einer in Security drin. Wer war denn da? Aber Mau, also, nur für Verständnis, nicht gewendet sein. Ja, ich weiß, kann natürlich auch sein, genau, dass da jemand rausgegangen ist und da jemand rein, aber genau. Ich wollte nur sagen. Aber verdächtig. Also, Leon. Yes, sir. Ich wollte nur ganz kurz eine Frage an Nils. Hallo, Nils, wo liegt der denn mit deiner Aufgabe? Ich würde sagen, nein. Also, willst du so ein Drive-By gewesen sein? Okay, aber der liegt nicht oben bei der Cafeteria an den Cables. Nein, eher Medbay als Cafeteria, so in dem Bereich. Ah, lol, okay. Nils, du hattest eine Task in der Cafeteria oben. Was war das denn für eine Task? Mit so einem Hebel runter und dann ist er Laub weggesaugt worden. Und ja. Ja. Klingt, und da wurden auch die Beweise weggesaugt. Nee. Ich habe ihn dabei beobachtet und sah auch wirklich realistisch aus. Hat er das gut gemacht. Also Mon hat gar nichts gemacht. Er hat einfach nur Kabel zusammengelötet. Ganz lieb und brav. Wo waren denn die Kabel? Ja, das war ganz komisch, weil da waren drei Aufgaben in einem Raum. Drei Kabelaufgaben, da wo immer die Kabel sind. Aber ich hatte noch nie drei auf einmal. War fast ein Drittel meiner ganzen Dings hier. Was waren denn die anderen beiden Aufgaben? Waren alle drei Kabel oder was? Nee, ich habe ja nicht alle gemacht, aber da waren drei von diesen, hier musst du was machen. Okay. Also wir haben leider keine Informationen und es ist nur ein Mord geschehen. Ich tippe auf jemanden, der noch nicht so erfahren ist in dem Spiel. Beziehungsweise einer von den beiden ist noch kein erfahrener Mörder, glaube ich. Wir müssen skippen. Ja. Also, bist du jetzt hier der Redelsführer? Immer der Richter hier. Das ist ja auch der Bonjour-Stream hier. Wir sind ja auch im Bonjour-Discord. Ich wollte nur Infos geben. So wie eben? Eben war ich unschuldig. Und ich auch. So. Oh, ich habe gerade von der Regie gehört, dass ich jetzt quatschen kann. Das ist doch angenehm, dann mach ich das doch jetzt endlich mal. Der Simon darf reden, das hat er richtig gern. Das dauert einfach voll lange. Diese scheiß Karte, Alter. Too slow.
Du bist zu slow. Und das hier, das ist unfair. Immer dieser kleine Sichtradius, da erkennst du halt einfach gar nichts. Da kommt jemand hier aus dem Gitterboden und zack, bist du Moose. Wer ist das? Ich kann nicht mal sehen, wer das ist hier. Der Sepp, okay, Matteo. Gucken wir gleich mal. Die werde ich gleich mal in die Scheiße reiten. Matteo und Sepp. Ich weiß nicht, ob ich reden soll, Leute. Einzigen, weil der Simon redet ja wahrscheinlich auch parallel. Die sahen verdächtig aus. So. Ah, der Matteo, der sieht schon so aus, als würde er das machen. Als würde er da irgendwie die Tasks machen. Hallo, Kurt, Matteo. Ah, die machen mir alle Angst. Ich muss. Was? Was? Es kann doch nicht sein! Du warst im Vent? Nee, ich bin, als das Licht aus war, habe ich euch drei abgeholt und da du die letzte warst, habe ich dich weggezogen. Oh mein Gott! Alle hauen ab und ich zieh dich also aus dem Gang weg. Es wurden drei Morde begangen, die Runde. Genau, also direkt als sie oben rechts von Asteroids weggegangen ist, du hättest sie noch auf den Boden fallen hören. Oh Gott, ey, das ging jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen spielen mit den Leuten in der Electrical, aber als da du die Tür zugemacht hast, habe ich gedacht. Ich habe mich so sicher gefühlt. Ich wollte sagen, ich lasse Jay jetzt erstmal im Leben, weil er gerade so nett war und Sepp so, hold my Messer. Ich war nicht mal eine Aufgabe, ich glaube, da war ich schon tot. Ich habe mich so in der Ecke irgendwo einfach hingestellt, habe gedacht, boah, wenn hier einer hinkommt, den findet ja niemand, ne? Und dann kommt Jay so in meine Arme, so, ja, nice. Das tut wirklich weh. Witzige ist, als ich zuerst gegangen bin, habe ich gesagt, oh, ich habe Angst im Dunkeln, stell mich hier oben hin. Was macht Dalu? Geht an mir vorbei und tötet mich. Oh, ich habe noch gesehen, wie Nils mich die ganze Zeit beobachtet hat, ob ich irgendwie nicht Imposter bin und so. Und dann bin ich reingelaufen zu Electrical und habe da Simon gesehen, dachte, ah, geil, wir machen jetzt einfach Aufgaben. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, wie Sepp da rumlungert um uns. Ja, ich war mir nicht sicher, wer von euch, wir warten mir beide suspekt, aber ich dachte, bei drei Leuten ist man safe. Ja, genau, ich wollte da noch zeigen, dass ich Cooldown hatte. Ich hatte noch Cooldown wegen dem Killern Xayuri. Oh Gott, ey. Ja, und Daluk hat hier schon zweimal, echt? Nach zwei Matches, drei Matches? Ja, aber das ist doch Zufall, da kann ich doch nicht sagen. Das ist Zufall. Also ich würde sagen, wir wählen ihn noch zufällig raus. Ich habe einen Heiligenschein auf. Als Imposter muss man immer Dalu umbringen. Nein. Okay. Das ist so eine goldene Regel. Okay, wir sind 8 von 10. Wollen wir mal gucken, ob Lara vielleicht schon da ist? Ich guck mal ganz kurz. Ich guck noch mal eben. Lara, bist du schon da? Nee, Lara ist immer noch nicht da. Nein, ich bin noch nicht da. Naja, er hat noch nicht geantwortet. Ich singe noch. Ja. Ich habe sie gerade gehört, sie hat gerade gesagt, sie singt noch. Okay, ja, also dann lass uns noch eine Runde. Also zu 8 ist halt wirklich, also zu 8 ist eigentlich straighter Favorite. Also das ist Ja, können wir machen, aber das wird sehr schwer. Ja, aber du wird eh das. Also du machst das. Ich sehe mich jetzt schon wieder Imposter werden. Also wenn du jetzt Imposter wirst, Jay, dann drücke ich dir die Daumen. Ja, dann weiß ich schon, wenn ich als erstes wegmache. Ich weiß nicht mal, wo die Anzeige ist für Anzahl an Impostern. Das habe ich noch nie geändert. Ach, das geht nur beim Lobbystart. Wir hätten einen Spieler, der mitspielen würde, Toro direkt. Dann hätten wir schon mal 9 und wenn Lara kommt, haben wir 10. Kann man den Kill-Cooldown auch hochsetzen vielleicht bei 2? Ja, Posten? Schon, aber bei 10 Leuten würde ich es nicht machen. Wenn wir weniger sind, könnte man es machen, ja. Okay, Sekunde, ich tapp mal kurz raus. Ihr habt mir gerade nicht zugehört wahrscheinlich, ne? Doch, doch. Doch, aber es ist einfach ignoriert. Ja. Gut, ich zieh mal eine weitere Person. Lass Toro, oder? Ja, genau. Hallo? Hallo? Hi. Hallo. So. Schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Danke, dass du so spontan mitspielst. Ja, ich habe mich auch fast gar nicht aufgedrängt. Ich habe den Chat leider. Kann ich dir den Chat gucken? Ich habe gerade nur Alarm gehört. Ich habe nicht geschrieben. Ich habe eigentlich geschrieben, braucht ihr einen Spieler und die sind ausgerastet. Mehr habe ich nicht gemacht. So, dann haben wir jetzt 9 Leute. Wenn Lara dabei ist, eine volle Lobby. Ich glaube, wir können mit 9 Leuten, können wir jetzt schon wieder mit 2 Impostern spielen. 9 ja, 7 gegen 2 kannst du machen. Machen wir. Okay. Toro, wenn du... da ist Lara sogar. Wir sind 10. Brauchen nur den Code. Hallo. Hallo. Genau. Hi, Lara. Kein Problem, Lara. Wir legen auch gerade erst raus. Ist eigentlich noch nichts passiert bisher. So, jetzt rede meine Runden da nicht runter. Ja, komm. Toro, wenn du ganz nach oben scrollst, da sind die Bondra-Channel und da steht ein Among Us-Channel. Da könntest du jetzt schon Zugriff haben und da steht der Code.
Und wir spielen auf den US-Servern. Gleiches gilt für Lara. Okay, also ich muss von Europa auf US wechseln. Genau. Ah, Mann, oh Mann. Das war jetzt aber auch, das war mir zu schnell alles. Da hat man echt wenig Zeit, irgendwie zu ermitteln. Wie ihr in der ersten Runde direkt gegeneinander geschossen habt, war so. Ja. Das war. Aber ihr wart euch auch beide sicher. Das Problem ist, wenn einer so gegen dich schießt, dann bist du sofort in so einer Defensivhaltung. Ja, natürlich, dann muss der das ja auch sagen. Warum soll ich sagen, ja, okay, du hast recht? Ich muss mich doch verteidigen, wenn mich einer beschuldigt. Wie viele Runden habt ihr denn gespielt schon? Wir haben zwei Runden gespielt, war komplette Katastrophe. Da wird alle umgebracht. Nein, Mau hat da... Nee, hey. Mau hat den finalen Kill geholt. Ja, weil der auch so schwer war. Oh, so, ich muss jetzt hier noch alles zumachen, kein Stream. So, wollen wir fair spielen. Hallo, können wir Farben tauschen? Nein, geht nicht. Warum? Ich habe noch nie eine andere Farbe gespielt. Wer ist denn gelb? Wer ist denn Mon? Ja, das bin ich, Simon. Hallo. Ja, ich gehe mal die Runde kurz durch. Also, Toro, wir nennen dich auch einfach Toro im Spiel. Mon ist Simon, Dalukat ist Dalu, Zayu ist Mau, Leon ist Leon, Matteo. Dann mach mal Platz. Genau. Netter ja, Nils ist eigentlich böser Nils. Ja, merkt ihr den. Einfach alle, die in-game heißen. Dankeschön. Und die Namen seht ihr dann vielleicht schon. Ihr könnt auch nachfragen, wenn ihr nicht wisst, wer ist. Tevi Toro, geil. Genau. In der Lobby fehlt jetzt aber noch jemand. Ich glaube, Clara. Find the game you're looking for. Muss OS-Server machen. OS-Server? Ah, so. Ah ja, okay. Genau. Hab ich. Und dann nochmal probieren einfach. Warte mal, ich probier nochmal. Dalu spielt lieber Nordamerika, weil da die Ping höher ist, damit quasi die Kills von ihm verwischt werden. Der EU-Server stürzt alle 20 Minuten ab. Really? Das sagt er nur immer, ja. Aber wir haben es ja nie mehr getestet und das ist einfach seine Standard. Ich habe sogar gerade versucht, die Lobby auf EU zu hosten und das ging schon wieder nicht. Okay, wir sind 10 Leute. Am Wochenende haben wir 3 Kilo. Wir sind zu 10, ne? Oder? Geil. Ja, ja, jetzt genau. Mit dir haben wir 10. Genau. Okay, good luck. Okay. Scheiße, ich will nicht sterben. Geil, Imposter. Ach Leute, man muss auch ein bisschen Spaß machen hier. Oh, jetzt mache ich mal hier die ganzen Stromkabel, dass wir wieder Licht haben. Was? Der Nils ist... Ach, wurde schon gemacht? Okay. Diesen Dalukat, der ist irgendwie... ich traue dem überhaupt nicht, aber der war schon zweimal. Der war schon zweimal, der ist es nicht nochmal. Komm jetzt! Warum sind da so viele gerade in dieser Ecke? Ja, wahrscheinlich haben die alle dieselben Tasks wie ich. So, nicht mehr so viele. Naja. Es ist doch schlimm, wenn du sie alle umbringen musst. Was? Oh, zum Glück nicht ich. Oh. Guten Abend. Alter! Das war ein Massen. Okay, es sind drei passiert? Leute tot. Das klingt nach einem Serienmörder. Alter. Ich hab eine Leiche gefunden und zwar als das Licht aus war. Ich habe nur den Report-Button. Das erste oder zweite Mal? Das zweite Mal. Okay. Und zwar, ich habe den netten Nils gefunden, wie er unten auf der linken Seite vor Engines lag. Also wenn man von Electrical zu Engines läuft, da lag er mitten im Gang. Bist du sicher, dass er tot ist? Das könnte ein Trick sein. Bei Nils würde ich tatsächlich... Ich habe Mund zu Mund versucht, aber hat nichts geholfen. Helm zu Helm, ja. Na gut dann. Also dafür, dass Matteo und Nils fast die ganze Runde zusammen rumgelaufen sind, ist das ziemlich verdächtig. Ich mag, wie du denkst. Ich mag, ja, das hier, Dalu, also ich mag Simon, nicht, wie du denkst. Matteo und Nils und ich sind die ganze Zeit zusammen in Electrical eingeschlossen. Das stimmt. Gewesen. Wir waren wirklich da und ich kann für mehrere Leute. Das heißt, diese anderen Kills vielleicht an Sepp und Toro könnten irgendwelche anderen gemacht haben. Ja, aber genau. Also,
Genau, denkt dran, es waren 3 Kills. Wir waren wirklich lange eingesperrt in Electrical. Ich war mit Simon die ganze Zeit da und Jay war auch die ganze Zeit da. Dalu kam dann dazu und wir haben ich habe 3 Tasks gemacht sogar da oben. Und dann bin ich rausgegangen, das Licht ging nochmal aus. Und dann habe ich erst die Leiche gefunden, das war aber schon die 3. Leiche. Das heißt, wir haben... Es könnte aber ein Doppelkill gewesen sein, ne? Ja, also wir haben die anderen ja nicht gefunden. Also ich will ja nicht sagen, nur einer ist Jay. Also das möchte ich so für mich behalten, aber... Jay, du hast Nils umgebracht vor Electric. Gib's zu, komm. Nein. Nein. Punkt. Komisches Kammerspiel, was war denn Quatsch? Du hast mich wieder abgeschüttelt, als halt das Licht aus war. Ich bin dann im Kreis in Zeug rumgelaufen und du bist einfach weg gewesen. Also, da haben wir nicht gemacht. Ja, also wir müssen jetzt jemanden langsam anfangen rauszuwerfen. Was überhaupt gegen mich da? Auf wen einigen wir uns? Auf niemanden. Auf niemanden? Ja, niemanden. Dalu, ey. Das kann doch nicht sein. Es ist jetzt eher wichtiger, sich Leute zu suchen, denen man vertraut. Okay. Und dann zu gucken, wer... Ja, Dalu nicht mehr. Matteo, wollen wir zusammen rumlaufen? Ja, gerne. Das würde ich mir gut überlegen. Ich will doch gerade... Ja, jetzt finde ich natürlich Matteo nicht mehr. Ich wäre gerne mit ihm rumgelaufen. Der ist jetzt irgendwo anders. Eine Hinterhältigkeit hier von den ganzen Leuten. Immer nur die Kabel. Willkommen bei Simon Kabel. Ah, Sayu und Jay, die beiden merke ich mir mal. Mal gucken, was die so machen. Vielleicht sind die aber auch beide Imposter. Ja, Jay sieht so aus, als würde er irgendwelche Aufgaben machen. Matteo, da ist er ja. Ich fühle mich relativ sicher. Ja, wer ist das? Lass mich einfach durch! Ah, ich muss ja auch da lang, scheiße. Jay? Der Jay macht mir Angst! Okay. Sayu? Ich hab richtig Angst. Keinem kann man trauen! Hallo? Was ist denn hier schon wieder? Ey, ich hab Alarm gecallt, weil ich gucken wollte, ob was Wildes passiert ist und wir deswegen vielleicht auf einen Schluss kommen. Okay, es gab in dieser Runde keine Morde. Aber ich möchte noch einen Gedankengang äußern, bevor die Runde zu Ende ist, nochmal zur letzten Runde. Mhm. Wir waren zwar relativ lange unterwegs und es wurde nicht reported, aber ich glaube, in Electric wurde nicht einer gekillt. Ich habe vielleicht noch die Vermutung, dass 2 Leute und Electric gekillt wurden und self-reported wurde, um beide zu vertuschen. Damit da nur eine Leiche lag. Das ist eine andere Vermutung, die ich noch habe. Also möchtest du mich belasten? Zum Beispiel. Ja, aber die Tür war ja zu. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass einer von uns 5 dort mindestens Impostor war, oder? Ja, in dem Electrical. Also warum solltest du sonst die Tür zumachen? Ich sage, kann halt auch gut sein. Ich habe mich auch schon gefreut, dass wir da 5 waren, ehrlich gesagt. Ich sage euch mal, wie die Handschrift ist von diesem Mörder, der hier unter uns weilt. Ja? Also, in der ersten Runde werden 3 Leute getötet. Das bedeutet, ein schneller Kill und dann direkt nochmal ein Double Kill. Ja, krass. Dann sind die ganze Zeit Lichter aus. Und danach wird eine Runde lang gar nicht mehr gekillt. Es ist also ein Profi. Mörder. Genau, es ist ein Profi, aber der kostet es komplett aus, dass er uns jetzt in der Hand hat und der auch ist das Meeting zu callen. Simon, wir sind dort, als die ersten 3 Leichen gefunden wurden, von Anfang bis Ende. Ja, Simon, irgendwie schaffst du es. Simon, lege ich meine Hand ins Feuer. Dass er jetzt selber sogar noch den Alarmknopf drückt, um zu unterbrechen. Ja, wir müssen hier jetzt aufwecken, Leute. Ich hab das Gefühl, Matteo war sich noch nie so sicher. Leute, ich bin aber nicht mehr der schwarze Spieler hier, der ist nämlich immer, ich bin der Weiße, ich bin der Ober. Du bist der Weiße, ne, dann? Ich bin immer. Schwierig. Ey, Simon, lass mal bitte weiter zusammenlaufen. Ja, gerne, aber voten wir jemanden raus? Nein? Matteo, ich hab dich. Gib's dir zu, dann ist nicht so schlimm. Dann fliegst du. Ja, gut, dann geh ich mal lieber schnell zu. Ja, sehr gut. Alter, was ein Ding. Spannend. Okay. So, ich laufe jetzt mal mit Matteo mit. Ich kümmere mich mal jetzt nicht um die Tasks und laufe mal mit Matteo mit. Oder einfach mal gucken, was da so passiert. Ich vertraue ihm. Der Matteo, der ist ein Lieber. Macht hier seine Quests. Ah, was denn? Also Jay ist bei Matteo. Der ist mir schon ebenso aufgefallen. Der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Warum macht er das? Vor allen Dingen, wenn Leute dabei sind. Okay, er läuft auch nur hierhin. Dieser Jay, was genau macht er da? Ist hier überhaupt was zu machen? Da ist doch gar nichts zu machen.
Also, ich habe automatisch Angst, wenn der Dalu gerade neben mir ist. Ich weiß ja nicht viel, aber dass der ein ganz hinterhältiger Drecksack ist, das habe ich mittlerweile auch schon mitbekommen. Es gibt Leute, die sind zu gut für dieses Spiel. Die müssen das bei Steam reclaimen. Dürfen es nicht weiterspielen. Was denn? Ständig ist was! Ich habe das Gefühl, ich kriege hier nichts mit. Ich mache meine Aufgaben, treffe Leute und dann sind sie plötzlich alle tot. Da war ein Diamant dabei. Meine Scheiße. Okay. Also ich habe gleich meinen Teil hinter mir und ich lebe immer noch. Hoffentlich sieht mich hier jetzt auch keiner. Ah, oh, das ist doch meine Aufgabe. So muss sie sein. Oh, jetzt gehen wir zu meinen letzten Aufgaben. Ich glaube, es wird eng für den Imposter. Schnell noch ein bisschen leechen. Ah, da kommt jemand! Dalu, das nehme ich persönlich, dass du meinen Freund Simon. Das glaubst du wohl selber nicht. Also, das glaubst du wirklich nicht. Und ich sag dir auch, warum. Simon und ich sind wirklich in der ersten Runde als drei Leichen reported, sind von Anfang bis Report zusammen rumgelaufen. Und da drei. Nein, 100%. Ich bin die letzte Anfang. Die erste bis drei Leichen confirmed wurden, habe ich Simons Seite nie verlassen. Und ich glaube, Jay, da hast du aber jetzt frech mit umgebracht und willst mir das in die Schuhe schieben. Du bist mir grad, wo bist du denn lang gelaufen? Ich bin. Wo ich habe übrigens. Die Leiche den, ich habe übrigens. Ja, genau, sag doch mal. Leiche kurz. Ist in Navigation und Dalu kam gerade daher. Nein, und das weißt du auch, dass ich da nicht herkomme, weil ich habe den Alarm mit Leon ausgemacht. Ich bin gerade aus der Cafeteria gekommen und dann kommst du mir in Rappens entgegen und dann laufe ich runter in Navigation, um die Aufgaben zu machen. Wie bitte? Eben gerade, sagst du? Ja, gerade. Und dann habe ich direkt reported. Simon. Alarm ging an, ich bin rübergelaufen, Leon stand in der Mitte, da dachte ich, er will mich killen, ist dann nach oben gegangen, ich bin nach unten gegangen, wir haben den Knopf gedrückt. Da kamen dann, und Matteo und ich kamen danach dann da aber an. Aber Lara ist übrigens von dem Alarm weggelaufen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, zuerst, weil ich mega lost bin und dann bin ich immer wieder in die Richtung gelaufen und dann war er aber schon aus. Aber Lara, du bist so oft Imposter, ich glaube nicht, dass du so lost bist, ich glaube, das war Absicht. Ich war ja auch sehr still bisher, aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Leute getroffen, außer am Ende, als alle dann da... Zum, warte mal, wie heißt denn das? Glaub, also, das kann ich mir nicht vorstellen, Dalu, dass du drei Leute wenn getroffen. Wenn Dalu ich war nie im Cockpit, Jay. Vorbeilaufen. Ja, aber das war nie nicht einmal. Da guckst du doch immer diese Zeichen zu sehen. Nur ein Kabelautomat. Ich war eben nach dem Reaktor bei den Kameras und hab gesehen, dass Jay und Dalu beide nach oben gelaufen sind. Dalu ist, glaube ich, in Medbay rein und Jay ist weiter rechts in die Cafeteria. Genau so war's. Wir müssen einen voten, sonst verlieren wir jetzt. Dalu. Nee, Dalu. Ich sag Jay. Ich sag Jay, weil er mich beschuldigt. Ich mach Jay. Du hast mich doch in der ersten Runde beschuldigt. Haben wir verloren wahrscheinlich, oder? Alter. Mir geglaubt hat. Ich kein Ding dadurch, ich glaub dir immer. Das ist aber nett von dir. Ich war nämlich auch Mann! Oh mein Gott! Das war so clean! Das ist so unmöglich, Mann. Du hast mich in der ersten Runde beschuldigt, wo ich mich schuldig bin. Da fängt das doch schon an. Nur die Wahrheit. Ja, natürlich, aber da misstraue ich dir doch schon. Aber ich habe so ja doch nicht, ich habe ja nicht gelogen, als du mir entgegenkommst. Für mich war das ein Sieg. Am besten war, dass Matteo dann so in die Kamera gekommen ist und dachte so, ja, ich guck auch mal durch. Ja, Leon, ich vertraue dir nie wieder in meinem Leben. Das ist so krass. Ich stehe an den Kameras mit Leon und denk so, ja gut, wir scannen das jetzt. Und du wartest noch so lange. Ja, ja, ey, das ist unfassbar. Leon, ich habe einfach nicht gekillt, weil ich jemanden in der Kamera gesehen habe. Aber du warst das einfach. Da hätte ich halt einfach killen können. Ja. Sayuri, warum hast du mich so oft nicht gekillt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe den Button gedrückt, weil du an mir vorbeigelaufen bist und wir alleine da waren und ich wollte gucken, ob du mich hättest gar nicht killen können, weil vielleicht du Cooldown hattest. Lol, aber deswegen habe ich gedrückt, aber du hattest zu dem Zeitpunkt keinen Kill. Ich hatte tatsächlich überlegt, aber irgendwer hatte mich gesehen auch und dann war ich so, nee. Matteo, du weißt noch, was wir eingeschlossen waren in Electrical? Ja, und ich dachte... Das habe ich extra gemacht, ich habe oben, die Task so getan, als würde ich die machen und habe unten zugemacht. Ich dachte, Dalu hat uns beide eingesperrt, damit ich denke, dass du es bist. Und dann dachte ich, nee, warte. Wieso denkt ihr denn, dass ich die einfach... Alter. Können wir den Cooldown auf 30 hochsetzen? Ich glaube, das ist besser. Also ein bisschen höher, denke ich schon. Wir können den ein bisschen höher stellen.
Der Double Kill war halt. Uff, 25. Da sind drei Leute am Anfang sofort weggetankt worden. Aber na gut, das am Anfang ist normal. Also, wir haben ja rechts die Leute getötet. Nee, gar nicht. Doch, wir haben beide rechts getötet. Muss rechts gewesen sein, weil wir waren relativ viel auf der Linken. Wir hatten dann so viel Zeit, nach links zu laufen. Ich war so verdutzt, dass ich mit dem Kill von Nils davongekommen bin, weil drei Leute vorne bei Electrical standen und mich eigentlich gesehen haben. Ja, aber das Licht war aus und dann habe ich erst im Dunkeln nur den Report-Button gesehen, habe den dann gedrückt und habe erst dann gesehen, dass es grün war. Ich habe dann nochmal rumgesucht. Es ist aber, also, boah. Sieben übrigens. Ja. Jede Runde werde ich beschuldigt und ich war es nie. Warum sind wir nicht zusammen geblieben? Gute Frage. Hallo? Ja. Hallo? Ich glaube, er mag dich nicht. Hi. Was ist da los? Plötzlich. Ach, du redest mit mir? Ich höre dich hier kaum. Ich habe nicht gewusst, dass ich wollte nicht reinlabern. Also ich finde, ich habe mega gut meine Aufgaben gemacht. Es war noch eine Aufgabe übrig, dann hätte ich euch alle nach Hause geholt. Und dann wurde ich zerteilt von... Es ging so schnell. Ich traue keinem von euch mehr. Oh. Ja, same. Besser ist es. So musst du spielen. Schön, dass okay, nächste Runde. Ich beschuldigen, das ist ja. Nicht einfach nur die Klappe halten Also ist easy. Aber ich finde, man hat ja eigentlich alle die gleiche Mütze auf, was soll denn das? Ich finde, man merkt es am Verhalten. Die verschwören sich hier. Team Luftballon muss wieder aktiviert werden. Verdammt. Mach das weg. Oh Mann, ey. Mach das weg! Das ist aber nicht. Okay, los jetzt. Uiuiui. So, Leute. Ach, Mensch, ich bin. Schon wieder. Imposter, ne? Sonst bin ich immer. Aber da sieht man das mal wieder. Was ich für ein netter Mensch bin. Toro, Leon. Mhm. Ich kann einfach gar nicht Imposter sein, weil ich einfach zu freundlich bin. Wieso habe ich keine Tasks? Warte, wie geht das? Das ist halt echt doof, wenn man das Ding nicht kennt, ne? Aber warum geht das jetzt nicht? Okay. Ah, okay. Das hatte ich noch nie. Tut mir leid, wenn das ein bisschen dämlich wirkt. Aber der nette Nils, den habe ich gerade gesehen. Ah, da wird schon wieder kleiner, der Radius. Da kannst du doch nichts mit anstellen hier. Kann ich ja kaum die Aufgaben machen. Man sieht vor allen Dingen auch nicht, wenn da unten einer durchkommt. Was? Okay, ich bin's nicht. Ich möchte bewerten, ich habe Leon und Lara gerade dort an der Electric oberhalb, das Licht war jetzt gerade aus, also Strom wurde abgestellt. Ich hab grad gefixt, ja. Ja. Ich bin gerade da reingelaufen zu Electric, da lagen sie noch nicht da. Und das heißt schneller Double-Kill oder was? Wahrscheinlich schneller Double-Kill und ich muss sagen, Sepp, du standest vorher an dem Electricals. Nee, das kann gar nicht sein. Ich war noch diese Runde gar nicht bei Electrical. Nee, Sepp war aber auch Navigation gerade, als ich da weggegangen bin. Genau, ich bin Navigation gerade. Ja, huscht aber einer durch. Irgendjemand stand jetzt hundertprozentig irgendwas. Sepp und Sayu war ich relativ Sayu, genau, wir waren rechts. Ja, wir waren rechts, genau, von Anfang an. Sayu war am Anfang auch AFK. Ich hab mich versteckt. Ja, ich hab die Map angeguckt. Ich hab nur dich so gesehen. Also, Sayu und Jay, wir waren rechts. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass wir das waren. Okay, mal ganz kurz. Also, Jay wird hier. Nicht. Und Sayu. Jay wird hier dicht? Nein, wo werde ich oft. Ganz kurz. Und Sayus erste Reaktion ist, ihn in Schutz zu nehmen. Es geht im Kampf. Ich finde das gut. Ich habe gerade zuerst Sepp gesagt, dass er rechts war. Und dann habe ich gesagt, Jay war auch da. Weil die beiden standen bei Navigation, als ich da weg bin. Also drei Imposter, okay. Können wir Detektiv Nils heute? Ja, also. Und Nils ist auch noch an mir vorbei. Ich will Detektiv. Ich bin Detektiv. Nils löst jetzt den Fall. Und der ist doch wahrscheinlich schon wieder eingeschnappt. Ich? Nicht, wenn man mich leben lässt. Können wir richtig diskutieren hier, Mensch? Wir haben überhaupt gar keine Hinweise gesammelt. Los jetzt! Also, ich habe den Hinweis, dass Sepp an der Electric stand und ich bin mir sicher, dass es Sepp war.
Doch. War aber wirklich nicht da. Toro, okay, Toro. Okay. Also Toro oder diese, einer von beiden Müll. Lügt. Nächstes Mal wird gewotet. Ich lüge nicht. Ich bin oh, das war knapp. Wir haben Toro hier gerettet. Toro, ich kann nicht mehr voten. Was? Der hat mich noch gewotet. Das ist noch einer. Was? Ja, wer so Müll redet, das kann gar nicht sein. Oh Mist, okay. Nächstes Mal wird direkt rausgeschmissen. Wir werden nicht mehr diskutieren hier. Oh, das hat jetzt keiner mehr gehört, aber ich hoffe, dass wir uns nächstes Mal dran halten. Hier wird immer zu viel diskutiert. Diese ganzen, man muss hier nämlich, wenn man der Mörder ist, muss man einfach nur so lange diskutieren und so lange irgendwelche verwirrenden Namen rumwerfen, bis die Leute gar nicht mehr wissen, was Sache ist. Matteo, du bist auf meiner Seite, oder was? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba? Okay, gut. Matteo ist auf meiner Seite. Der hätte mich längst getötet. Der kann sich nämlich nicht gedulden. Oh, da kam Dalukart gerade und der ist dann direkt wieder zurück. Vielleicht wollte der einen von uns killen und hat dann gesehen, wir sind zu zweit. Müssen wir gleich gucken. Hallo Nils! Ist das gut, dass es noch kleiner wird jetzt hier? Das kann doch nicht gut sein. Mein Gott, gibt's denn kein Licht auf diesem Schiff hier? Was? Oh, jedes Mal denke ich, dass... Oh, hallo, da seid ihr wieder. Hallo. Schwierig, oh. Schwierig. Eindeutig an mir vorbeigegangen ist Sayu und Jonathan kurz da drauf nach Electrical, dann ging das Licht aus. Ich denke mir, okay, ich stehe ja neben Electrical, gehe ich auch mal kurz zum Licht. Komme rein, denke mir, machst du erstmal nicht direkt das Licht an, vielleicht liegt auf der anderen Seite ja eine Leiche, weil da sind ja gerade zwei reingegangen. Und ich konnte sofort Report drücken und Sayu ist tot und Jonathan lebt noch. Das ist für mich ganz klar. Du konntest sehen, wer reingerannt ist. Aber ja. Scheiß. Wie also, das Licht ist aus. Darf ich kurz was dazu sagen? ich habe auch Jay und Sayu die ganze Zeit rumlaufen sehen und habe mir schon gedacht, okay, pass auf, die beiden, teilweise standen die auch nur rum und haben nichts gemacht. Da habe ich gedacht, okay, so funktioniert ja Sabotage, ne? Aber dadurch, dass Sayu jetzt tot ist, ich denk auch, also das macht schon Sinn, dass, weil Jay klebte an, an ihrem Rockzipfel. Was hab ich dir heute gesagt? Ja, also Jay hat jetzt schon mehrfach Verdächtigungen bekommen. Ja, es sind ja zwei. Ich wollte für Jay. Warum? Hä, warte mal, Toro hat doch voll. Warte mal, Nils, was war deine letzte Task? Ich verstehe gar nichts mehr. Wie bitte? Jonathan, wo bist du denn gerade? Was war deine letzte Task? Wo bist du gerade? Ich bin ehrlich gesagt die ganze Zeit auf der Suche nach Jay und Sayu irgendwo unten rechts rumgelaufen und habe diesmal nicht so viele Tasks gemacht, weil ich die beiden gesehen hatte. Wir haben zwei Tote, ich oder? Ich hab dich beobachtet über die Camps und es sah so aus, als würdest du einfach nur rumlaufen. Ja, so war es auch, weil ich habe die beiden zusammen gesehen. Ich bin schon lange vorbeigelaufen, Jonathan. Nein, ich musste das ablassen, den Müll. Es kann nur Jay sein. Leute, vertraut mir. Es kann nur Jay sein. Wir wollten mal Electric gegangen, Jonathan. Wenn es Jay nicht ist, muss es Sepp sein. Schon wieder, Alter! Nimm Sepp weg! Ja, nimm mich weg. Wir haben gerade einen Imposter rausgeballert. Sehr gut, Jungs. Okay, wir haben alles richtig gemacht. Das klang doch gelogen jetzt, oder was, von Sepp? Wichtig, dass im Logbuch das Richtige steht. So, ich habe offen gesagt keine Ahnung, ob das jetzt eine willkommene Rausschmeißerei mit Todesfolge war, auf die ich mich sehr freue, über die ich immer noch lachen werde in Jahren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es der Richtige war. Aber ich find's immer gut, wenn es jemanden erwischt, der nicht ist, ich bin. Da denke ich mir, das ist aber eine gute Sache, dass ich das nicht bin jetzt. Das wäre aber dumm, wenn ich jetzt da im All... Oh, jetzt sehe ich wieder nicht, was am Boden passiert. Das macht mich so wahnsinnig. Kirre macht mich das. Dann würde man wenigstens... Gut, dass ich hinterhergerannt bin. Okay. Ach, ist Lara rausgeflogen oder ist die gerade? Oh, ich bin also, warte mal. Ja?
Ich bin bereit für sämtliche Fragen. Ich habe viele von euch getroffen, ich habe Aufgaben gemacht. Ja, du hast einen hast du wirklich getroffen. Warum liegt Sepps Leiche direkt an dem O2-Ding? Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß nicht mal, wo er ist. Also an deinem rechten Schuh. Da liegt er, oder was? Ja, dann weiß ich nicht. Vielleicht habe ich ihn. Wer hat ihn reported? Habe ich ihn reported? Nein. Ich habe ihn reported. Ja. Ich bin da hingelaufen. Okay. Ich muss ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Dalu versucht uns gerade in einen. Ja, das Gefühl habe ich aber auch. Ganz kurz, ganz kurz. Und er versucht uns drei jetzt irgendwie. Nein. Hauptsache, wir reden über was anderes. Ja. Simon, warte mal, ganz kurz. Nils, traust du Simon? Das darfst du doch nicht den Nils fragen. Aber Matteo, natürlich starte ich das Gespräch, wenn ich die Leiche reporte. Ich muss doch sagen, wo es ist, sonst bringt uns doch die Runde. Ja, aber du hast direkt angefangen, mir zu erzählen, die liegt bei mir. Ja, ich weiß gar nicht, ob die bei mir liegt. Du sagst das jetzt einfach nur. Du behauptest das einfach. Du hast. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich habe leider keine Ahnung, wie viele Spiele du bis dato gespielt hast, Simon. Deswegen weiß ich nicht, ob ich hier richtig verarscht werde oder nur. Also, ich habe nicht so viel gespielt. Ich weiß nur, ich mache meine Aufgaben, weil da verstehe ich, wie die funktionieren. Und ich habe Matteo getroffen, da war kein Problem. Na, Matteo ist ein cooler. Aufgabe, Simon. Was hast du gemacht? Warte mal. Oh, ich war ziemlich in der Mitte. Was habe ich denn gemacht? Mhm. Ich habe die Karte durchgeschliffen, dann bin ich aber woanders hingelaufen und da wollte ich. Ich glaube, das war mit diesen beiden, hier diese Buttons, die man drücken muss, die mit dem Schild. Ich finde das glaubhaft, weil du musst mal nachdenken. Du bist das Schwein. Nein, guck mal, das war doch nicht glaubhaft jetzt. Doch, dass ich mich nicht erinnern kann, ist sehr glaubhaft. Aber dann ist Matteo der mich verarscht. Wenn man direkt eine Lüge raushaut. Ja, aber dann war es. Es ist fucking Dalukat, Leute. Es ist Dalukat. Wenn wir jetzt gewinnen wollen, dann ist es fucking Dalukat. Ja, danke schön. Dankeschön. 100%. Dalu, das hat hier. Alter, wie Dalu auch die. Eine Frechheit. Scheiße, ey. Victory! Oh, danke, sehr gut, sehr gut. Danke, Simon und Nils, danke. Boah, das war so traurig. Ey. Ich bin mit Jay und mit Dalu zusammengelaufen. Die haben vor mir einen Kill gemacht. Ich wollte gerade reporten, wo ich auch nicht Kill. Ich zurückspringen. Ich wollte auch reporten und Dalu hat mich weggelegt. Plötzlich waren alle in Admin und ich kill. Und ich Jay und ich sind vorbei und Jay bringt hinter mir einen um und dann kommen alle rausgeströmt. Wie kannst du denn dreimal schon der Killer sein? Wie geht das? Ja, Alter. Matteo, das war richtig gut kombiniert. Richtig stark. Eine Frage, wer war denn eben noch? Weil ich mache eine Strichliste. Jay war auch noch. Jay, kannst du mir mal erklären, warum du gerade so empört warst, nachdem ich dich zu Recht beschuldigt hatte? Diese gespielte Empörung. Ja, halt echt. Also ich bin halt vielleicht nicht der beste Lügner. Fehlt einer im Discord, ne? Echt? Schade, Jay. Wenn wir dich da rausbekommen hätten, dann wäre es ihr so hinterhergedackelt, dann war so klar. Ja, das war einfach halt Zufall. Ich dachte einfach, ah ja, komm, ich kill mal wieder. Ich glaube, Mon fehlt. Der ist mit dir zusammen im Studio. Ah, was? Okay. Alles verstehe. Dann ist alles gut. Oh, es ist so schön, das Geile ist, als ich Simon gefragt habe, habe ich richtig gemerkt, wie er aufrichtig die Wahrheit sagen möchte. Richtig schöner Moment. Das Schlimme war so, ich unterstelle Simon eine Leiche und Simon macht so ganz ruhig so. Welche Leiche? Ja, ich habe die wirklich nicht gesehen. Ich habe nichts gesehen. Und den Move hat Dalu schon mal gemacht, genau den gleichen. O2 angemacht und dann hingelaufen, den gekillt. Das ist echt lächerlich. Ja. Wenn zwei aufeinander standen, ich dachte so, hey, das kann doch gar nicht sein. Wieso ja, aber er hatte ja das Fenster offen. Also er konnte ja gar nicht sehen. Das war der Plan. Ich fühle mich immer so sicher. Ich glaube, ich hätte auch einfach weggehen können. Vielleicht hätte ich es noch geschafft, dass Simon mich gar nicht gesehen hätte. Ach, das war geil. Okay, nächste Runde, oder? Bitte lass mich Crewman. Sehr gerne. Innos. Oh. Soll ich jetzt weg mit euch? So, ich höre noch jemanden weg.
gucken wollen, wer da jetzt gleich hier den Download startet. Vielleicht, wenn ich jetzt gekillt war, Sayu. Nee? Ey, ey, Leon, standst du gerade auf der Klappe und hast gewendet? Hä, ich hab den Upload gemacht. Hey, du standst, nach dem Upload standst du links auf der Klappe und hast die ganze Zeit auf der Klappe gestanden. Und dann bin ich nach unten gerannt und kommst mir auf der anderen Entgegenrichtung entgegen. Hä? Leon! Ich möchte eine Sache sagen, ganz kurz, dann bin ich ruhig. Sayu habe ich gerade gesehen in einem Raum unten im Süden. Er hatte Chancen, mich zu killen, ohne Zeugen, und er hat's nicht gemacht. Ist eine Sie, ja, aber stimmt. Oh, Entschuldigung, okay, sorry. Es gibt zwei Imposter, möchte ich nur mal sagen. Also, wenn ich Imposter wäre und dann wäre ein anderer Imposter, dann würde ich sagen, hey, Imposter, den habe ich gerade gesehen. Der ist es auf jeden Fall nicht. Wo liegt denn die Leiche? Das könnte die Leiche, ich stehe exakt gerade auf der Leiche, aber ich habe sie nicht reported. Ich stehe gerade direkt. Hast du. Hab ich sie reported? Okay, ich war mir nicht sicher. Ich habe drauf geklickt. Du hast das Megafon bei dir, du hast reported. Vielleicht hast du beim Mord einfach einmal zu viel geklickt, Nils. Ich war. Das ist dir schon mal passiert, oder? Ganz kurz, ich kann Nils entlasten, weil ich war in den Kameras, hab die Leiche liegen sehen, und zwar auf der rechten Seite vor O2, bei diesem Gang. Wieso hast du nicht gesehen, wer sie gemacht hat? Weil also die schon da lag. Und dann wurde erst von Nils reported. Das heißt, es kann kein sofortiger Kill und Self-Report von Nils gewesen sein. Was ist, wenn Nils seinen Kumpel erstmal weglaufen lassen? Warte mal, das können wir, glaube ich, ganz gut machen. Warum sollte ich dann reporten? Also, Seite von der Map. Ich erzähle immer nur Quatsch, Nils. Wie lange stehst du an den Kameras, Matteo? Wo ist denn die Leiche? Guck mal, wie ablenkt. Ja, du stand da auf dem scheiß Vent, du hast gewendet. Aber Matteo, du bist dann nach mir an die Kameras gegangen, oder? Ja, genau nach dir. Aber als ich durchgeguckt habe, war da noch keine Leiche. Ja, und gerade als ich dran gegangen bin, lag dann da die Leiche. Warte mal, Matteo, sag mal jetzt einen Namen, bitte. Das hat Matteo schon mal gemacht. Skipp mal bitte, ganz kurz, eine Sache, die wichtig ist. Toro beschuldigt Leon, gewendet zu sein. Ja, definitiv. Das ist sehr wichtig als Information. Ich mach gleich ein Meeting. Aber er hat auch vorhin behauptet, ich wäre irgendwo gewesen. Also das war auch an dem Bahnen dabei. Spiel erst mal, nicht Meeting gleich. So, ich will das jetzt erstmal aufklären. Was ist denn jetzt los? Warum? Also, okay, warum? Leon. Du hättest doch, wenn dir jetzt alles gut gewesen wäre, warum machst du es denn? Ich finde für den. Weil du hast hier einen Verdacht in den Raum geworfen und Matteo meinte, wir sollen uns daran erinnern. Deswegen will ich das jetzt klären. Ja. Bevor ich hier irgendwie falsch verdächtig werde. Okay. Also, ich war erst in Admin mit Dalu, Matteo und noch zwei anderen. Wir haben alle den Cardswap gemacht. Danach bin ich zu Electrical. Da hatte ich vier Tasks. Ich habe alle vier Tasks dort gemacht. Toro war auch dort. Vier? Ja. Ja, umbringen. Es gibt nur drei. Aha. Verraten. Es gibt ganz rechts die Tasks. Wirklich vier. Es gibt vier. Also ich glaube das mal weiter. Weiter. Ich habe die von rechts nach links gemacht und aber am Ende dann auf dem Vent bei der Download-Task. Ja, da steht man halt immer auf dem Vent. Aber genau. Ich bin danach Elektrik reingerannt und da warst du nicht mehr drin. Warte mal kurz. Ich bin dann runtergegangen. Ich bin runtergegangen, raus. So, Sepp kam dann reingelaufen und Toro war noch drinnen. Danach bin ich gebacktrackt, um zu gucken, ob einer von den beiden anderen getötet hat. Beide waren noch am Leben, Toro kam mir dann entgegen. Halt, stopp. Welchen Task macht man auf dem Vent ganz links? Download. Wie lange dauert? Okay, du weißt, wie lange der Download dauert. Ich war an der Electric dran, hab das ziemlich schnell gemacht und du willst mir erzählen, du hast den Download gemacht, der länger dauert als die Electrical und bist nicht gewendet? Hör auf, warum soll ich denn wenden? Sepp kam doch 4 Sekunden später in den Raum rein. Also, Download dauert relativ lange. Guck mal, ja, auch eine ganz kurze Sache. Erstmal, Leon würde nicht jetzt ein Emergency-Meeting mit einberufen, weil das wäre ja schlimm eigentlich. Und ja, eine Sache, die auch noch wichtig ist, warum sollte er bei warum sollte er bei Electric wenden, wenn der Mord doch bei O2 auf der anderen Seite passiert ist? Ja. Warum sollte ich wieder in Electrical reinlaufen danach, Toro? Genau wegen solchen Sachen, die man nicht erklären kann, ja, ist eben, das verdächtig. Nee, Was ich sagen wollte, für den Kill... Sollte man jetzt voten oder nicht? Nee, skippen. Das ist wieder alles Ablenkung von den Impostern. Die wollen, dass wir uns gegenseitig umbringen. Oh! Jay und Toro. Alter, Jay und Toro. Die wollen Blut, die beiden. Ich bin Crewmitglied. Fertig. Okay.
war so klar Pflicht, oder was? Nils kann mich entlassen. Ich bin die ganze Zeit mit Nils gelaufen. Nils hatte Angst vor mir, warum auch immer. Die Leiche lag... Wo lag denn die Leiche? Auf dem Vent in Electrical. Oh, jetzt wird's aber interessant. In Electrical? Weil einer der beiden grün ist, nämlich als Licht aus, war weggerannt. Also erstmal, ich stehe... Erstmal, ich stehe an den Kameras und ich habe Leon verteidigt, weil es für mich plausibel war, nicht weil ich ihn decken will. Was also hätte ich für einen Grund? Auf dem, sagen, auf dem Admin-Panel war ich mal wieder. Ich habe gerade gesehen, mit wer war einer, dann war er keiner mehr. Dann war Electrical auf einmal 5 statt 4 Leute und dann kam der Report. Kann sein, dass derjenige schnell in den Vent ist und da geblieben ist. Nils, was hast du denn gemacht, dass das nicht aus war? Ich war, tatsächlich dachte ich, Toro ist Imposter, weil er eben gegen Leon gevotet hatte und deswegen bin ich die ganze Zeit Toro hinterher und dann ist aber Toro mir hinterher und da habe ich Schiss bekommen. Leute. Und dann bin ich mit Toro im Kreis. Pass auf, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und dann habe ich Toro abgehängt. Das war irgendwo in so einem Kreisverkehr, wo in der Mitte so Kisten sind. Und dann habe ich eben noch Dalukat gesehen. So. Also pass auf, ich kann durch den Discord hören, wie Nils lacht. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen oder was? Also das ist... Also ich kann das Grinsen sehen. Also mich können zwei Leute entlasten. Mich können Toro und Dalu können mich entlasten und die können ja, also wir können ja nicht zu dritt sein, ja. Also ist deine Anschuldigung völliger Quatsch und das macht dich ehrlich gesagt verdächtig. Na, ich bin mir nicht sicher, Nils. Das ist schon, also du machst schon ein paar komische Ansagen hier heute. Ja, finde ich auch. Okay. Also ich will nicht sagen, dass du es bist, Leon, Nils. Ich will nur sagen, es ist strange. Warum freust du dich gerade so, wenn du über Tote redest? Okay. Konntet ihr irgendwas auf Kameras sehen? Okay, pass auf, ganz kurz, wir können es ja, also, Mau? Ich verstehe, ja? Du und Simon, ihr beide belastet mich ohne Grund. Ich die ganze Zeit. Ich bleib bei dieser Meinung. Leon, Matteo wird mir auch... Jetzt vote ich nicht, nachdem ich alle gerade verarscht hat. Ich vote nicht. Guck mal lieber, ja. Toro glaubt immer noch, dass es Leon war. Ja, anscheinend. Ich habe das Licht, by the way, angemacht als erstes. Siehst du mal, Nils, ich habe nicht für dich gestimmt. Ja, also auch echt lächerlich, ehrlich gesagt. Du bist auf der Liste. So, jetzt gucken wir mal. Jay, Matteo, Sayu, den. Beiden, ne? Ich wette, die beiden arbeiten zusammen. Ich bin mir absolut sicher, mittlerweile Matteo und Nils arbeiten zusammen. Oh, okay. Ach, Leon ist tot. Den hat's echt frech erwischt, muss man sagen. Also erstmal, Toro hat Leon beschuldigt und Leon ist jetzt tot. Ja, nur so viel dazu. Ja, aber Dalukat kann mich hinterher. Ja, nein, also erstmal möchte ich hier nicht geframed werden. Also du kannst ihn halt umgebracht haben, dann zu mir gelaufen sein. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wo wurde die Leiche gefunden? Wo wurde die Leiche gefunden? Die Leiche ist im Kameraraum. Im Kameraraum? Ich kann Admin, und der müsste gewendet sein Richtung Electrical. Ich kann ein fast hundertprozentiges Alibi für Simon bereitstellen. Ja, Mann, das davon rede ich doch. Weil Simon und ich waren fast die ganze Zeit zusammen und wir hatten einen Schatten. Wir hatten einen grünlich angehauchten Schatten, der sich auf bedenklich.
fetter Schniels rein. Und er scheint gewartet zu haben auf den passenden Moment. Okay, Leute, weißt du, ich sage euch mal, was passiert ist. Ihr beide habt mich beschuldigt und deswegen bin ich euch hinterhergerannt, damit ihr ein für alle Mal seht, dass ich es nicht bin. Aber, ja, und ihr habt mich die ganze Zeit, und ihr habt, ganz ehrlich, ihr habt mich doch die ganze Zeit gesehen und trotzdem beschuldigt ihr mich noch, obwohl ihr mich die ganze Zeit gesehen habt. Ja, hinterhergelaufen. Aber guck mal. Nils, es ist nur ein Mord passiert und weißt du, warum der zweite nicht passiert ist? Weil Simon und ich zusammen gerannt sind. Genau, das ist so dumm. Wir beide wären es gewesen. Okay, pass auf. Es ist auch so einfach. Ihr beschuldigt mich, obwohl ich die ganze Zeit in eurem Sichtfeld bin, beschuldigt ihr mich trotzdem, was ja eindeutig dafür spricht, dass ihr beide zusammen die Imposter sein müsst. Aber dann hätten wir doch andere gekillt. Okay, das ist doch die Erklärung, dass wir es nicht sind. Wir sind zu zweit rumgelaufen, dass uns die ganze Zeit gesehen und es ist ein Mord passiert. Das stimmt, wann sollen wir den gemacht haben? Ja, warum entschuldigst du uns? Nils, lass dich da jetzt nicht verarschen von Matteo. Ja, das stimmt. Na, er hat recht. Aber der ist wirklich, Leute, überlegt mal, was passiert ist. Ich wollte mal was sagen. War das die Runde, wo Toro am Anfang Leon beschuldigt hat zu wenden? Ich habe ihn schon einmal gesehen. Ja, ich glaube so. Ich sag, es ist. Wir müssen skippen. Ja, ich denke, und er wollte mich framen. Ja, ihr sagt alle auf Toro. Warum hast du denn dann wieder nicht gevotet? Weil bei 7 votet man nicht. Ach so, okay. Das war Leute, das ist hier. Wir müssen jetzt zusammenlaufen. Ich vertraue hier nur Simon bisher. Ja, dann nehme ich doch mit in eure Gruppe. Warum? Ich fühle mich bedroht. Stopp, ich habe jetzt Emergency gedrückt, weil ich fühle mich bedroht. Warum laufen uns Nils, ist auch nicht Nils, Toro und Jay hinterher die ganze Zeit? Ich habe an Nils gehangen. Dachte, wir haben gesagt, wir stacken jetzt. Ja. Nein, hab ich das falsch verstanden? Simon, Nils und ich laufen zusammen rum. Ihr macht euren Job weiter. Ihr habt. Wir zusammen die Aufgaben. Nein, wir wollen sicher gehen, dass der Nils niemanden verletzen kann. Ich habe übrigens noch eine Aufgabe. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch habt. Darf ich versuchen? Ich habe mir nichts Aufgaben, weil ich Angst habe. Ich werde. Toro, erinnerst du dich noch an die letzte Runde, also was du da so gemacht hast, als Leon im Kameraraum gestorben ist? Ich habe meine Elektrik oben gemacht, wo du warst. Ich glaube, du hast Leon gekillt, bist zu mir hochgelaufen, hast dich einfach zu mir gestellt, um von mir das Alibi zu bekommen, weil die Chance, dass wir am Ende, wo alle fast mit den Quests fertig sind, zeitgleich dieselbe Task haben, ist so gering, dass das, glaube ich, ein erspieltes Alibi ist. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich bei Leon falsch getippt habe, weil er wirklich auf Da bin ich mir auch hat. Sicher. Ich glaube, er redet nicht. Ich glaube, Leon ist Imposter. Das stimmt schon. Er kann auch Imposter sein, wer weiß. Nein, er wurde Imposter. Kann er nicht. Oh, der Toro, ich sag euch was, Leute. Es ist Toro, Jay oder Nils. Diese drei Personen sind sehr suspekt. Zwei von denen sind es. Einer ist unschuldig. Ich glaube inzwischen sogar, dass Nils es nicht ist. Hallo, bin ich doch da? Hallo? Ja, dann könnte es Toro und Jay sein. Ja, können wir uns auf einen einigen. Und wenn der das nicht ist, bist du, Simon. Ich will den du willst. Sag mir, wen ich wählen soll, Simon. Ich komme überhaupt nicht dazu, irgendwas zu sagen. Ey, Leute. Warum du votest mich? Warum votest du denn mich? Hallo. Ich vertrau dir nicht. Ey, das gibt's nicht. Hallo? Denkt an meine Worte. Hallo. Ich bleib jetzt hier bei euch. Ich war die ganze Zeit Kamera. Alter, was? Wer war's? Sag den Namen! Theo ist tot. Ich hab's
gesehen. Ja, dann sag doch wer. Nils. Ah, okay, ist er. Alles klar. Da ist er. Okay. Nils wird gewonnen. Nee, ganz ehrlich, dann ist es Sayu. Ist doch logisch. Ey, Simon, du bist so leicht zu beeinflussen. Ich weiß, jemand du beschuldigt du mich. Toro, du hast mich gerade noch gesehen, okay, ich dir entgegenkam. Es ist Sayu, definitiv. Nils, ich habe noch nicht gewotet. Möchtest du mich überzeugen? Ich hab zumindest Simon und Dalu gesehen. Also, ich bin gerade in die Mitte gelaufen beim Emergency und kam da lang. Komm, Nils, sag mir ja, was. Ja, lass mich was sagen. Ich werd die ganze, es ist so billig. Ich werde die ganze Zeit beschuldigt. Und dann weiß natürlich, lass mich kurz ausreden, oder hast du was zu verbergen? Und es ist doch völlig klar, dass der Typ, der eh am Pranger steht, das leichteste Opfer ist. Und dann zeigst du mit dem Finger auf den und sagst, ja, der war's. Und alle denken sofort, ja, na klar, das haben ja die anderen vorhin schon gesagt. Ich mach die ganze Zeit, versuche ich, mit irgendjemandem zusammen zu sein, irgendwie. Und alle hetzen auf mich. Und für mich ist völlig klar, wenn ich Imposter wäre, würde ich es genauso machen wie Sayu. Wo liegt die Leiche denn? Ja, wo liegt die Leiche? Ich hab sie nicht reportet, Toro hat sie reportet. Du hast sie doch auf Kamera gesehen, oder? Hör zu. Ich habe gerade in der Kamera noch gesehen, wie Nils in MedBay reingegangen ist. Da habe ich noch laut gesagt, boah, Nils ist gerade in MedBay reingegangen. Dann kam Matteo raus, die haben genau am Eingang, hat er ihn getötet. Ich wollte gerade zur Emergency, bin nach rechts in die Cafeteria. Toro kam mir entgegen, hat sie ihn reportet und ich war noch nicht an der Leiche. Aber warum bist du denn zum Emergency gelaufen, nicht zur Leiche? Die Leiche ist doch näher an der Ja, ich war mir nicht mehr sicher, ob es wirklich MedBay war, aber ich war einfach nur okay, reportet. Als ob das jetzt so hart ist, das würde ich sagen. Also, ihr könnt mich ja gerne rausvoten, aber Nils, das ist mir suspekt jetzt. Nils hier. Sollte raus. Nee, also ich glaube, Nils okay, ist es auf, da nicht. Doch, ich bin jetzt auch dafür. Sayuri, du wärst doch halt noch gesehen. Komm, Sayuri, mach jetzt nicht den. Nein. Okay. Es ist so lächerlich. Ja, ihr müsst Sayu wählen. Ja, es gibt einen Gott! Wenn der nicht ist, dann muss es Sayu sein. Ja, aber das wissen wir ja nicht. Das wisst ihr ja noch gar nicht. Ach so, ja, aber wie, auf jeden Fall noch gewotet. Ich weiß es ja, dass Nils einer war. Ich sage, es ist Toro oder Jay sind noch übrig. Da gehen sie auch beide schon lang. Guckt euch an, wie sie zusammen rumlaufen, als wären sie Brüder und Freunde. Was sie nicht wissen ist, Detective Mon ist ihnen längst auf den Fersen. Wo sind sie? Ich hab sie verloren. Scheiße. Es sind Toro und Jay. Es sind ganz klar Toro und Jay, die laufen zusammen. Vielleicht sollte ich ein Emergency-Meeting gleich, nachdem ich diese Task gemacht habe, werde ich ein Emergency-Meeting einberufen. Einmal noch den Download. Aber es geht ja gar nicht. Toro und Jay können es ja gar nicht sein. Es gibt ja nur zwei Imposter. Verdammt. Wenn jetzt einer von beiden stirbt, war es der andere. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ich glaube, wir haben auch gleich das Schiff, also unsere Aufgaben fertig. Und dann war es das ja, glaube ich, für die Betrüger. Oh, immer dieser Kack. So. Das ist aber auch die letzte Task. Puh. Ja, Mann. Wer war's? Toro oder Jay? Der Zweite. Wer war's? Alter, Nils, machst du eigentlich auch irgendwann mal was? Hast du den Kill-Button gefunden nach der siebten Runde? Ja, ich stand von Anfang an so im Fokus des Feindes. Wer war denn jetzt? Sayuri, ich hatte schon gesehen. Jay, du warst es, oder? Ich habe alle Kills gemacht, bis auf Das war gut, genau. Jay, das war eine sehr gute Runde. Ja, Jay, das hast du super gemacht, aber Jay... Das war keine gute Runde, weil Jay mich schon wieder... Lol, Lara spielt ja auch mit. Lara ist auch da. Lara, moin. Ja. Okay, also kann ich mal kurz festhalten, dass Toro maximal lost war diese Runde? Aber es war auch schwer. Dann komm ich raus, dann bist du weg. So, ne? Also Nils, aber mein Read auf dich war schon gut. Du hast das erste Wort gesagt, ich hab sofort, okay, der lacht, das ist einfach, ist er. Aber der Witz ist, ich glaube, ich hab gar nicht gelacht. Ich weiß gar nicht, wie du das... Muss ich mir nochmal ein Replay angucken. Aber weißt du was? Jay, ich hätte natürlich gerne auch viele Leute umgebracht, weil das ja Spaß macht. Aber ich war im Prinzip, ich hatte ja wirklich nichts gemacht. Siehst du ja, dass du dich getäuscht hast, weil ich hatte diesen Mord ja gar nicht begangen. und da war ich aber so schon quasi im Fokus von Matteo und Simon auch noch im Doppelpack. Ja. Das war schwer für mich dann noch irgendwas zu machen. Deswegen habe ich gehofft. Was? Simon und ich ermitteln gut. Das ist nämlich das Ding. Ja, wir waren einfach nah dran am Feind. Richtig. Eine Sache. Eine Sache, nämlich.
eine Mechanik, die noch sehr wichtig ist, die wir alle wissen müssen. Wenn es ein Vote gibt, dann ist es auch wichtig, dass ihr skippt, wenn ihr skippen wollt, weil es zählt ja, welche Stimmen alle rausgehen. Und wenn jetzt zum Beispiel 5 Leute skippen und die anderen bekommen, einer bekommt 3 Stimmen, einer 2 oder sowas, dann sind die Skip-Votes die meisten und keiner wird rausgeworfen. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann skippt auch wirklich, das ist wichtig. Weil sonst können die Imposter ganz schnell Überhand gewinnen und Leute rauswählen, die unschuldig sind. Aber okay. Wieso mussten wir dann letztens in der Runde davor irgendjemanden voten, weil sonst wäre es vorbei gewesen? Bei 6 Leuten ist es halt so, dass wenn du keinen votest, die beiden Imposter einfach killspammen. Und sobald sie beide einen gekillt haben, ist die Runde vorbei. Und deswegen versuchst du da einen Imposter rauszuschmeißen, damit du 4-1 hast. Genau, weil die Chance ist ja hoch, wenn du in einem Spiel bist mit noch 2 Impostern, dass du einen Imposter auch rauswählst. Und das, deswegen musst du es machen, weil die Chance, wenn die Double-Kill machen, ist halt, dann hast du sofort verloren. Das heißt, du musst dann einfach wählen. Matteo, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Kannst du, bevor wir starten, mal einen anderen Hut nehmen? Weil du hast dieselbe Farbe und denselben Hut wie Nils. Das ist auf Dauer, dann, wenn man sich dann sieht, es könnte ja auch deins, es könnte auch für dich Das war ja mein Witz. Ach, ja, das wusste ich nicht. Das hat Nils extra gemacht, das habe ich schon gesehen. Ich nehme gerne einen anderen Hut. Ich nehme gerne einen anderen Hut, wenn... Ich sterbe jetzt wieder als erstes. So, ich nehme diesen Hut. Also, der sieht natürlich, ich sollte auf jeden Fall lieber bei Sith-Gameplay bleiben, als Imposter zu sein. Das kann er besser. Ich weiß nicht, wo er länger überlebt hat. Ja. Ey, das war mein zweites Mal Imposter, wirklich. Und ich muss sagen, ich kann es auch wirklich noch nicht so gut, aber... Du hast dich gut geschlagen. Nee, ich wurde von Anfang an beschuldigt. Das war echt... Ja, obwohl ich nichts gemacht habe! Das ist doch lächerlich! Sagt der Mörder, er hat nichts gemacht. Ja, Nils, das hast du dir aber selber versaut. Warum? Ich hab mich vorher noch in Schutz genommen. Ja, aber wie hab ich mir denn versaut? Ich hab ja nichts gemacht. Du warst Thor zu Nils. Hat alles gegeben für dich. Ja. Das ist ja das Schlimme gewesen. Du hast nichts gemacht. Exakt. Aber so habe ich auch gut von dir abgelenkt. Zusammenfasst, Nils. Ja, ich hab aber von dir abgelenkt. In dem Moment, wo ich den ganzen... Ja, danke. So, ja. Es war aber schwer. Das stimmt. Also ich bin auch echt lost als Imposter. Are you ready? Ja, wir sind ready. Wir lernen aber jede Runde dazu. Ich merke schon, das ist eine gute Dynamik. Okay, dann good luck, have fun. Wir hören uns. Richtig spannend. Ich gehe diesmal kein hinterher oder so. Ich kümmere mich jetzt wirklich erstmal um meinen Kram. Vielleicht, das hat ja eben ganz gut geklappt, dass ich auch für die Gruppe was tun konnte, indem ich meine Quests gemacht habe. Und am Ende des Tages, ne, gewinnt man ja wirklich... Nur wenn man die anderen rauskickt oder. Alter! Dreckskarte. So. Ich bin froh, dass ich immer noch kein. Offensichtlich weiß das Spiel, wem es diese Rollen zuteilt. Es gibt Leute, die da besser brillieren können, wenn es darum geht, andere hinterfotzig zu ermorden. Da haben sie ein bisschen Übung. Ich nicht. Ich weiß, glaube ich, zweimal. Also im selben Raum meine ich, und niemand vertraut dem anderen. Gleich wird jemand behaupten, den Simon habe ich die Aufgaben gar nicht machen sehen. Guckt euch mal bitte an, wie viele Tasks. Toro ist suspekt. Macht er gerade was? Hey. Hallo. Hey. Hola. So, Leon. Wer war gerade... Oh, Leon. Ich baue schnell Info. Wer war gerade vor mir? Wer war gerade vor mir? Wer war gerade vor mir? Simon, warst du das? Nee, ich war im Nordwesten. Also, weiß nicht, ganz oben links. Nordwesten. Also, ich kann... halbwegs entlasten, sage ich mal, Nils, weil ich war mit ihm in Electrical. Wir sind gemeinsam gelaufen, aber jemand ist vor uns gelaufen, Nils. Weißt du, wer das war? Oh, also eine Zeit war Madalukat vor uns. Ja, ich war nur kurz da. Danach bin ich alleine weggerannt, weil ich noch was machen musste. Was denn? Okay. Ja, das war ein Spaß. Ich hab mich nicht also, okay, Info für alle. Die Leiche lag bei Reaktor, und zwar mitten im Raum. Okay, ich bin noch gar nicht. Bin ich an der vorbeigelaufen? Ja, Nils, wir sind gemeinsam gelaufen und du hast dir nicht reportet. Aber habe ich die? Bin ich dran vorbeigelaufen oder warst du vor mir? Ich war in dir drin sozusagen.
Ja, oh. Ja. Okay, das hab ich dir gar nicht gesehen. Also Lara und Sayu waren bei mir Admin, die können da zumindest in den letzten 30 Sekunden nicht gewesen sein. Ja, wir sind die ganze rechte Seite abgegangen zusammen, von oben nach rechts, nach unten, dann zu Ende. Sayuri, die kam erst ein bisschen später. Aber Zorro, wo warst du denn? Warst du nicht mit Leon vor beim Reaktor? Nein, ich bin mit Lara gelaufen und hab die Task gemacht, mit den Blätter einsammeln, dann sind wir gemeinsam. Ich war direkt neben euch, Leute. Ja, das stimmt. Zorro kam so spät dazu. Sayuri war also nicht dabei. Ich hab meine Blätter oben rausgemacht. Irgendwer stand beim Download oben in der Cafeteria. Da stand ich drunter, hab meine Blätter rausgeschmissen. Und dann kam ich nach rechts, Weapons und... Sepp, das war aber ein ziemlich gewagter Kill, wenn du alleine unterwegs warst. Ich hätte noch eine kurze allgemeine Frage an Nils. Und Nils, warum bist du einfach immer rumgestanden? Hast du mich geärgert oder warum schimpfst du einfach nur rum? Ich hab doch die ganze Zeit Tasks gemacht. Nee, du bist die ganze Zeit so komisch. Ja, Dalu will hier, also, Leute, nochmal schnell. Es ist nur ein Mord, denk dran, es ist nur ein nur Mord. Nur ein Mord, da noch jeder rein. Komm, jetzt weiterarbeiten. Dalu war's! Okay. Geil. Okay, geht's weiter in den Reaktor. Ich bin mir nicht sicher, hier habe ich Toro entdeckt. Und aber ich bin mir nicht sicher. Matteo hat ja auch gemeint. Okay, was ist das hier? Was mache ich da? Was mache ich damit? Ach so, einfach wahrscheinlich. Okay, das ist ja völlig dämlich. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Sepp und Jay bin ich entgegengelaufen. Dalukat läuft mir hinterher. Das mag ich überhaupt nicht. Jetzt warte ich mal, ob er vielleicht hier kommt in meinen Sichtbereich. Weil er denkt, ich mache eine Aufgabe. Wo muss ich denn hin? Hier? Achso, shit. 2, 6, 4, 8, 7. Nils und Sayu waren da. Aha. Schönen guten Abend, die Damen und Herren, die noch leben. Oh, hallo, what the fuck? Einiges passiert. Oh, no. Guten Tag. Nils und Sayu möchte ich beide in Schutz nehmen. Die waren gerade beide bei mir. Ja, aber Nils hat sehr lange den Code nicht eingegeben oder hat irgendwie vertippt oder so. Alter, weil ich die Sachen vielleicht zum ersten Mal spiele und erstmal gewisse Spiele zum ersten Mal spiele. Sorry, in so einer brisanten Situation mit einem Stinkefinger auf einen zu zeigen, ist schon hart. Ich habe ein Emergency gecallt, aber ich weiß, glaube ich, wo eine Leiche lag. Lara, magst du mir noch sagen, wo du warst? Ich war zuletzt im Storage. Ich habe den Raum gesucht, wo der Alarm war. Und mir kam Jay entgegen von oben. Von Edmund kam er oder so, von Cafeteria. Also ich möchte nämlich... Ich bin auch aus dem Storage gekommen. Ich kam vom Reaktor. Ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde, aber ich möchte direkt zwei Leute blamen. Ja, also... Matteo wird Sepp gekillt haben und Jay wollte mich töten. Das ist nur meine Prediction, nicht in den Raum. Aber ich weiß auch, warum. Wie kommst du darauf? Ja, pass auf. Jay und Sepp waren oben bei Medbay rausgekommen. Da bin ich reingegangen. Ich bin aber instant wieder rausgegangen und dann ist die Tür zugegangen. Die Tür machst du nicht just for fun zu. Ich sollte da drin eingesperrt werden und dann denke ich, dass einer über den Kameraraum sich in den Raum wenden wollte, um mich zu töten. Ja, ganz schön kompliziert. Und da, ja, aber so muss man denken. Das ist ein schwieriges Spiel, ja. Und ich glaube, bist du gerade erklär mir bitte nochmal. Und okay. Matteo, du bist vom Alarm weggelaufen. Cafeteria, bist du mir entgegengekommen Richtung Medbay, da war der Alarm an. Du weißt immer, wenn der Alarm ist, mache ich einfach weiter meine Task, bis es nicht mehr geht. Okay, und das würde dem, aber das ist aber nicht gut für die Crew. Ja, okay, aber... Ey, es war echt knapp, weil keiner... Selbst Leiche wird im Kameraraum liegen. Weil da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Und beim Reaktor waren Jay, Matteo und Lara. Ja, wir beobachten sie mal. Beim Reaktor, ja, aber das ist aber lange her, dass ich da war. Also ich weiß, ich stehe in Storage. Aber wir müssen auf jeden Fall ein Auge auf Lara machen. Wer macht das? Matteo, Lara, Jay. Das sind die wichtigen. Warum denn ich? Weil du einfach mal dran bist. Doch auch niemanden, mit dem ich rumlaufe.
So, wo muss ich hin? Admin, okay. Die fallen wie die Fliegen, was ist denn hier los? Oh. Da waren zwei Leute gerade an der Leiche. Beide sind schon weggegangen und ich weiß nur, dass es lila war. Jay. Aha, Jay. Und die andere Farbe habe ich leider nicht mehr gesehen. Also Jay ist es ganz sicher, Leute. Der wurde schon mehrfach beschuldigt. Wo liegt die Leiche? Unten, Lower Engine. Wir haben gerade zusammen Reaktor gemacht. Ich bin nach unten, bin bei meiner Aufgabe und auf einmal spritzt da Blut und beide laufen von der Leiche weg. In gegensätzliche Richtungen. Okay, Lila und wer noch? Wen hast du noch? Ich weiß es leider nicht. Ich hab sofort auf Report geklickt. Ich hab den unteren nicht mehr gesehen. Jay hab ich gesehen, weil er nach oben lang gegangen ist. Aber Jay ist ein guter Anfang. Simon vielleicht. Ja, ich könnte es sein, so wie jeder. Natürlich. Vielleicht warst du es auch, aber ich hab dir eigentlich vertraut. Du hast den Reaktor gemacht. Also ich sag ja, Matteo, Lara, Jay. Das sind so die drei relevanten. Kannst du gründen, warum ich? Weil Simon, bitte, warum? Weil vorhin wurde schon mehrfach Lara genannt, dass sie da und da wäre und so. Und ich schreibe mir immer auf, wenn einer von euch den anderen beschuldigt, schreibe ich mir das nämlich immer auf. Lara, wo bist du denn gerade nach Reaktor hingegangen? Ich wollte runter in Lower Engine, weil ich da halt diesen Kanister oder so hab und dann habe ich Leute runterlaufen sehen und das waren Jay und noch irgendjemand. Eine Sache, die komisch ist. Ich bin in Security. Lara? Mau, erklär mir bitte mal, wenn du sagst, du hast zwei Leute gesehen und sofort reportet, warum versucht die zweite Person... Ich weiß es nicht. Wer war denn die zweite Person? Ich kann es dir gar nicht sagen. Du hast dein Mate gewesen. Dann hättest du mich doch sofort gesehen. Ich hab dich gar nicht mehr gesehen. Mau. Also ganz ehrlich, warum? Ich war doch schon fast bei der zweiten Person. Sonst würde die zweite Person etwas sagen. Jay und Lara. Was ist Mau? Dann war die zweite Person Matteo. Aber ich kann euch nur sagen, Jay 100%. Das ist doch... Gerechtigkeit! Wir sind tot, ihr seid so... Votet doch! Ich wollte eigentlich, und dann hat Matteo was gesagt und dann Oh mein Gott! Weil es ein Thai ist, oh Mann, shit. Oh ja, aber Jay ist schuld. Ja, das ist ja hinterhältig. Jetzt wissen natürlich die Leute auch, wer gegen sie gewotet hat und wer ja gefährlich ist. Also, Jay muss raus. 100%ig. Jay ist es, der ist einer davon. Da würde ich mein linkes Ei dafür hergeben. Da läuft er schon wieder rum. Nils auch, macht auch Sorgen. Nee, okay, alles gut. So, Matteo. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Matteo. Der steht aber auch so. Wie lange brauchst du denn bitte für diesen Code, Matteo? Alter, das gibt's doch nicht! Vielen Dank. Matteo, ich hab doch eben gesagt, ich geh weg von dir. Und dann bin ich schon tot. Also, ich muss mich hier nochmal offiziell bei Jay entschuldigen. Jay, ich war einfach eine halbe Millisekunde zu langsam für den Double Kill. Ich hab's gedrückt, aber sie hat's schneller gespammt als ich. Hatte ich davor recht gehabt, die Runde? Ja, hattest du. Du hast es perfekt analysiert. Du hast es alles richtig analysiert. War alles genau richtig, Dalu. Jay, die Idee war perfekt für den Double Kill, aber ich hab's wirklich eine halbe Sekunde zu spät gedrückt und dadurch hat sie reportet. Kein Problem. Ja, aber dadurch hat man den anderen sogar noch mehr Chancen geboten zu gewinnen und wir haben sie quasi noch mehr destroyed. Das hast du sehr gut. Aber da hat man gerade gemerkt, weshalb es wichtig ist, dass jeder unbedingt voten muss. Ohne Witz, das war echt ein bisschen ärgerlich. Egal, was ihr votet, aber votet hauptsächlich. Ich hab's euch doch gesagt, wen ihr voten sollt, aber wenn ihr nicht hört. Gemacht. War schön. Kurze Frage, wie geht dieses Double Kill eigentlich? Hat man nur ein gewisses Zeitfenster dafür? Nee, einfach. Ich verstehe gar nicht, warum hat Dalu gerade vergessen zu voten? Okay. Weil bei mir stand. Also, du war tot. Ach, du kannst. Ach so. Ich hab auch gewusst, aber mich hat keiner gehört von den Lebenden. Nils, wie steuerst du denn? Nur mit der Maus und Tastatur? Ich höre dich. Genau, du kannst ja zum Killen. Ganz kurz, kannst ja Q drücken, ne? Leute. Also dann kannst du sofort. Echt? Oh, ist das so? Okay. Ja, ist Shortcut halt. Aber ist nicht Leertaste? Wenn du zum Beispiel mit deinem Imposter-Mate in einem Raum bist, das sind zwei andere, und du killst einfach direkt, der andere merkt das und killt auch sofort, hat wieder sofort einen Kill. Und dann ist es halt, das ist der Double Kill. Aber es gibt keinen anderen Knopf oder sowas für Double Kill oder sowas. Sondern jeder macht einfach seinen Kill. Vielen Dank für diese Information. Dann, was für einen kranken Kopf hast du überhaupt, dass du denkst, dass ich dich abschließen würde, damit ich eine Runde gehen kann, um zu wenden, um dich dann zu killen? Also was erwartest du von mir? Wir haben einfach nur gedacht, ich hab gesehen, oh, du gehst da rein. Da dachte ich mir, ach komm, ich troll ihn mal, schließ einfach ab. Das war meine Denke. Ja, nee, ich hab da gedacht, zum Kameraraum schnell reinjieten, mich umbringen. Also das war auch
Als Dalu schon Emergency gedrückt hat und angefangen hat zu reden, dachte ich, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass jetzt einfach, als würde er so die ganze Map sehen, einfach so. Und ich so, hä, was? Aber war gut. Was wollte Lara denn? Können wir vielleicht eine neue Lobby aufmachen, weil ich glaube, Jay hat den Imposter-Bug. Ja, schrecklich. Er war jetzt 4 Runden weg, oder so. Die Mehrheit. Also Daluk hat was 3-mal, Jay 3-mal, 2-mal Sayu. Okay, dann geh mal aus dem Game hier raus. Neue Map oder nicht? Ja. Selbe Map bitte, selbe Map bitte, selbe Map bitte. Okay, Simon, was soll ich sagen? Wie geht man raus? Hilfe. Das ist ein cooler Code. Das Zahnrad und dann lief Game. HSV sucks wieder? Was? Oh, ich hab schon wieder die Links geleakt. Oh, was machst du? Im Chat, da joint keiner, Leute. Was? Da joint keiner. Das sind keine echten Zuschauer bei uns. Die wissen nicht, dass wir... Moment, auf welchem Server hast du es geöffnet? Aber nicht North America, oder? Nee, ich sehe ihn nämlich auch nicht. Den sehen wir auch nicht. Aber wie ist denn der Code? Kommt neu. Ah ja, ich sehe. Machen wir 9? Also ich komme mit dem nicht rein. Der geht noch nicht. Vielleicht, weil ist das so buggy? Also der Code ist halt wirklich komisch. Oh, der sieht komisch aus, ja. Moment, das kann nicht sein. Denn ja, Dalu hat sich auf einmal geändert. Ne? Ja, ich habe eine neue Lobby gemacht und das ist der neue Code. Ja, okay, der geht auch nicht, Dalu. Ja, klar, Nordamerika geht nicht, lass mal Europa gehen. Ich glaube, die Codes sind verbannt. Ich glaube, wir müssen in Europa gehen. Europa geht auch immer ganz gut. Ja. Ich versuch's nochmal. Warte, wir gehen mal Europa, Dalu. Nordamerika ist halt Müll. Ja, also, ich glaube, die Codes gehen wirklich. Jetzt habe ich den Code. Der sieht aber sehr komisch aus. Das sind die ganzen Codes, ey. Ich habe einen normalen Code theoretisch. Ich hab auch einen, Wir machen eine neue Lobby. Okay. Also, Leute, das macht mir auf jeden Fall einen Riesenspaß. Muss ich mal sagen. Das ist ja richtig genauso, lustig. Richtig und laut. Laut kann ich auch. Ich komme wieder nicht drauf. An der Europa machen wir jetzt, ne? Ja. Achso, EU. Mich rächen will ich mich. Warum hatten wir letztes Mal nicht Europa? Was war das? Guck mal, dann sofort vom ersten Spiel zu gut für Darius Kills. In 5 Minuten ist der Server wieder down. Okay, das funktioniert jetzt aber. Ich stehe in einem schwarzen Raum. Ist das normal? Aber jetzt bist du drin. Sehr im Foster Room. Raus und rein. Raus und rein, okay. Ich bin jetzt auch da. Wir haben auch eine. Ich finde geil, dass Matteo die Maps oft wechseln will. Das ist richtig. Ist das jetzt immer noch North America? Ja, okay, ich sag's mal so. Wir können gerne eine neue Map spielen, aber dann. Das ist doch nur lustig gemeint. Ja. Nee, aber es ist ja nur noch eine halbe Stunde. Man kann ja locker noch mal einmal wechseln. Ja, Matteo hat die ganze Zeit noch einen Tropfen auf der ersten Map. Der hat ja alles da gelesen. Matteo spielt auch immer nur bei Tarkov Woods. Also der kann auch nur eine Map. Also bitte, wenn dann Customs. Also Woods ist ja Schmutz. Woods ist Schmutz. Okay, wir sind alle drin, oder? Ja, let's go. Ja, geil, dann let's go. Good luck, have fun. Geil. Erstmal wieder was töten. So. Entgegengekommen und ich habe die Leiche in Navigation gefunden. Wo ist Navigation? Im Osten oder im Westen? Auf der rechten Seite. Da habe ich auch gerade jemanden gesehen. Lara, Nils, Toro und Jay waren zusammen in Navigation drin und ich bin dann rüber weggegangen. Ja, du hast mich gerade bei dir stehen sehen. Also ja. Lara wieder super. Das heißt, die beiden Mörder waren, also einer von denen ist es 100%, oder was? Also, was ich gerade sagen wollte. Kann sein. Also, kann auch nicht sein. Entschuldigung, ich war vorher. War ich unten bei der Electrical, dann bin ich nach oben, hab hier das mit dem Asteroiden-Schießen gemacht. Das kann du. Nee, beim Asteroiden-Schießen hast du nicht gemacht, das ist eine Lüge. Du kannst das dauert viel zu lange. Ich hab das gemacht. Wir können Toro sofort rauswählen, aber ich will noch mehr Informationen sammeln. Ich würde sagen, Toro, wer ist denn der andere Imposter? Toro, wir lassen dich leben, wenn du dein Kumpel. Es ist auch ziemlich gemein, dass du Lara direkt getötet hast. Das ist auch sexist. Tut mir auch echt leid.
Ich glaube, das kann ich theoretisch tatsächlich wirklich sein. Natürlich kann ich mich nie davon freisprechen. Also meine Geschichte ist, ich habe bin in Navigation gewesen, musste da den Upload machen, dann musste ich dieses Zielvisier ausrichten. Nils, Toro und Lara waren da und dann bin ich halt gegangen. Ey, du hast also den Upload gemacht in Navigation. Oder Download, was weiß ich, irgendwas, ich hab da drauf gedrückt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. 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 Ich hab zu, dass du das verwechselt. Ich hab auch einen Verdacht, den ich gerne loswerden würde. Ja, das kann halt auch Nils sein, dass der halt... Ich glaube, es ist nämlich Nils. Ja, da möchte ich auch nochmal sagen, das kann man... Denn ich war oben an den Asteroiden. Nils ist an mir vorbeigelaufen, runter Richtung Mau. Und hat sich gerade Mau genährt, als sie gerade am Task machen war. Hat mich dann gesehen und ist dann weggegangen. Also ja, ist ich Mau genährt? Mich, aber ich möchte auch noch einmal Toro, oder nicht? Okay. Es wundert mich, warum Toro. Ja, es wundert mich auch, warum Toro dazu nichts sagt. Haltet ihn, also guckt euch einfach... Ja, weil ich doch schon weg war. Auf frischer Tat, der Tab. Wir wollen direkt raus, alles klar. Das ist ein bisschen too much jetzt. Ja, gut. Aber ich meine, dann haben wir nur noch einen Imposter, ne? Noch zwei. Wird entspannt. Wer? Wie steuere ich jetzt? Komm ich hier raus? Ja, wo sind die alle? Sind alle weg? Ich hab's. Grau, Zayu. Ich komm von der Leiche. Und Zayu läuft genau dann vorbei. Ja, ist klar. Alter Schäde, du siehst mich kommen. Du siehst mich kommen und drückst den Knopf. Das ist so lustig. Ich komm von oben runter. Ich komm von da runter. Ja, los. Können wir das machen? Wollen wir Zayu rausvoten? Ah, das ist ja fantastisch. Nein, stopp, warte. Alter, was ein geiler Move. Ey, Leute. Sayuri hat in der ersten Runde ja Toro belastet und den haben wir dann rausgevotet. Ja, wenn er wirklich. Und jetzt sind zwei tot. Das heißt. Ja. Das war aber auch sehr lange Zeit jetzt.
Ja, Mau, das würde ich auch sagen. Ja, wählt mich ruhig raus. Ey, Leute, danach wählt gerne mich. Wählt danach mich. Also, wenn es richtig ist, wählt danach mich. Aber wollen wir nicht vielleicht erst Nils und dann Sayu? Nils, wie viele Quests hast du noch, die du machen musst? 2. Ich habe gar keine mehr. Sayuri ist sehr verdächtig. Sayuri, also, wie viel hast du noch? Leon ist auch tot, lol! Ja, da wurde Imposter, es sind noch 2 Imposter. Also, nein, das kann nicht sein. Mau, ich hab's ja gesehen. Mau, ganz kurz, wie sicher bist du, dass es Nils ist? 100%, ich hab ihn gerade von der Leiche erst mir entgegengekommen. 100%, ich sag nicht. Ich komm oben runter, du siehst das, läufst zurück und drückst Dingsbums. Erst dachte ich, du tötest mich, und dann hast du natürlich die Leiche reportet, was natürlich viel smarter ist. An alle Innos, die jetzt noch nicht gewollt haben, wir wählen jetzt einfach den Imposter. Und los. Wer ist es denn? Ja, aber auf wen einigen wir uns? Aber ja, auf macht, wen? Was ihr möchtet. Ich meine, Leute, wählt Sayu, wählt ihr danach mich, okay? Okay, da bin ich dabei. Das ist ein guter Deal. Ich will jetzt Mau, okay? Ich will jetzt Mau. Oh mein Gott. Oh, Leute, ey, das ist so schlecht. Also, einfach mit mir rum, ich hab noch Mau. Oh Gott. Und jetzt keiner, oder was? So schlecht. Das war wirklich. Oh. Leute, ey. Ich denke, ein Notfallmeeting ist angebracht. Ja, ist Fall super. Ich bin nämlich durch mit meinen Quests. Ich auch. Wer fehlt denn noch? Ja, wer hat da noch Yubi keine? Hat auch wieder sehr lange gebraucht, um den Code einzugeben. Hä? Aha. Ich war 5 Sekunden nicht mal. Alles klar. Dalu, du hast aber gerade Nils gewählt, ne, ja, in der Runde davor. Ist ja auch im Post. Ich will bei Yubi nur Ärger. Achso, ich wollte gerade sagen. So gemein. Ah, okay, ich wähle einfach. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Alter. Warum? Ja. Warum? Das war so klar. Er ist es nämlich wirklich, oder? Nein, ich find's nicht. Er ist neben mir und hat überhaupt sich einen Scheißdreck interessiert für alles. Dann war es vielleicht Sayu, wenn jetzt... Schön gemacht, Mau. Ja, gut. Toro war es auch? Ja. Deswegen konnte Sayuri es doch nicht sein. Sie hat auch. Lara, du warst standard da, ich konnte nicht anders. Ich habe mir gesagt, dass ich beide auf frischer Tat der Tap-Tap so, aber das war auch echt. Mann, ey. Und es kackt mich so an, dass du genau zu dem Zeitpunkt kommst und du rennst weg, Nils. Du hättest sie einfach wegschmeißen können. Geh mir so auf den Sack. Das war einfach gut. Ey, das war gut. Nils, nicht schlecht, wie du es geschafft hast, da irgendwie, du hast dieses Notfallmeeting und dann sofort direkt weiter jemand beschuldigt. Du hast mir das einfach alles nachgeplappert. Das geht so schnell, ey. Gemein. Ey. Du Arme, du hast mir so leid, Alter. Also eigentlich tust du mir mehr leid, Lara. Ja. Oh so, ja. Tut mir auch leid. Ich möchte mal eins sagen, jetzt gleich. Ich kann, also wenn ich jetzt der Imposter bin, dann bin ich's nicht, weil ich bin. Was? Was ich sagen will ist, ich bin, also. Wenn ich sage, ich bin's nicht, dann bin ich's nicht, weil ich bin noch, war noch nie der Imposter jetzt in den letzten 15 Runden oder so. Das heißt, ich werd's auch nicht mehr sein. Bevor ich starte, habe ich noch mal kurz eine Frage. Ja. Ja? Also, ja, aber nee, lass erstmal Laras Sache. Ich will nur sagen, könnt ihr mich mal nicht als erstes killen? Das wäre auch schön, ja. Also, die Killed sind sie auch gerade auf Short, oder? Ja. Weil ich bin an Nils vorbeigelaufen. Hab dann kurz gedacht, okay, Nils, warum kommst du da raus? Weil die Aufgabe halt irgendwie O2 war und so weiter. Ich hatte halt noch eine andere Aufgabe gemacht. Dann läuft er an mir vorbei, dreht um und ich renne dann vor ihm weg. Und es war halt wirklich sehr, sehr weit meiner Meinung nach gewesen, ja, dass er mich dann gekillt hat. Ja, das ist richtig. Das ist trotzdem noch Short. Wenn du Kill Distance auf Long machst, kannst du von Reaktor nach Navigation springen. Okay. Ey, ich hab mich da so hingestellt, weil ich dachte, okay, da ist ja wahrscheinlich irgendein Terminal gerade und dann sieht das so aus, als wenn ich eine Aufgabe mache und du stehst da so neben mir und beäugst mich so, wie früher in der Schule, irgendwie. Aber ich hab's nämlich gedacht so, okay, Nils, verdammte Scheiße, ich wollte zum roten Knopf laufen, dann habe ich halt schon früh genug weggeholt. Aber ich konnte dich auch nicht töten, leider, sonst ich hätte dich ja sehr gern getötet, aber es waren noch 3 Sekunden oder so. Ach so, als du mal vorbeigelaufen bist. Brauchen wir eine höhere Voting-Time? Nee. Ich finde das 5 Sekunden ist wirklich viel. Das ist mega immer sehr ausgeführt. Ja, du bist ja sehr ausgeführt.
Ganz kurz für meine... Es wird immer viel durcheinander geredet. Frage für meine Statistik. Wer war denn neben Nils der Imposter eben? Toro. Toro, okay. Sayuri, eindeutig. Ich hab mich auch noch bei Toro entschuldigt. Ich hab Sayuri rausgeflogen. Ja, weil halt Nils mich umgebracht hat. Da dachte ich halt, es wäre Nils gewesen, der vorhin Lara kaputt gemacht hat. Okay, lass Score machen, oder? Okay. Okay, let's go. Nächste Runde. Okay, letzte Runde. Und was ist dann los? Da ist, Lara, oder? Es ist dunkel. Ah, Toro ist sogar noch gestorben. Wo wurde die Leiche gefunden? Moment, dann kannst du mir erklären, Toro ist sogar noch gestorben. Was wolltest du reporten, Mensch? Ja. Nur einen kleinen Kegel und ich habe nur was Rotes gesehen und ich dachte, Toro wäre gerade an mir noch vorbeigekommen. Infos. Wo liegt Infos, bitte. Matteo war es nicht, der war eben bei mir und ich bin, der hätte mich Toro getöten können. Toro liegt, wenn du von Admin durch den Storage zum Electric läufst. Okay, Lara kannst du nicht. Ja? Aber, Leon, was, Lara kann es nicht sein. Aber Sepp, was wolltest du reporten? Wenn du, wenn du dich wunderst, dass wer tot ist. Nee, also ich habe ja gesehen, da steht eine Leiche und ich habe was Rotes gesehen. Ich, also es sah bei mir so aus, als wenn die rote Person noch durch mein Bild läuft, aber anscheinend war das nur die Leiche, die da lag. Lara und ich Leon waren oben noch in Navigation. Sepp. Das heißt, ich will auch nicht sagen, Matteo meine ich, hätte ich auch gerade gesehen, wie er O2 in O2 genau. war. Ich war gerade am O2. Noch, ja, aber Sayuri, das mit dem Licht von dir war nicht schlecht. Was? Hallo, Toro schon wieder. Also, Sayuri war in den Schildern. Lara, Sepp, Jay. Sayuri kam mir entgegen aus dem Storage. Aber ich weiß nicht, wann Toro da schon kaputt war. Oh, also der ist gerade, der ist genau in dem Moment gerade, also 2 Sekunden maximal. Nee, dann kann es nicht Sayu gewesen sein, weil Sayu ungefähr 5 Sekunden vor dem Report damit vorbeigelaufen ist. Also ich bin wirklich nah an Toro dran. Also ich hätte es sehen können, wenn Licht angewiesen wäre. Ich bin ganz ehrlich. Wen hast du gewortet, Lara? Nee, ich hab geskippt. Oh ja, okay, geskippt. Dann hat ein Selfie. Wenn du so nah an ihm dran standest, war denn vorher, bevor das Licht ausgegangen ist bei ihm noch? Hallo, sag nee, Juri, aber du verwunderst mich auch mit dem Call. Was? Toro ist tot? Du hast einen Sepp, das war sehr komisch. Nein, du siehst ja nichts. Okay. Das kann Nils mal bitte was sagen? Ich will gucken, ob er lacht. Hallo. Okay, das sieht normal aus. Da war niemand davon, war Nils. Na gut. Was? Das muss ich mir mal ein bisschen unauffällig hier verhalten. Mm-hmm.
Okay. Ich bin gerade zum oberen O2 gelaufen und da lag Orange, Sepp. Nein. Alles krass. Ich möchte eins kurz sagen zu Nils. Tut mir leid, dass er hätte mich umbringen können und er hat es nicht gemacht. Oh Wunder. Das ist immer ganz wichtig. Was tust du? Hey Leon, welchen Weg bist du gelaufen, um da hinzukommen? Ich bin durch die Cafeteria. Ja, und Matteo war ja mit dir oben links, ne? Ja, der war in Medbay. Ich bin ja nach links. Ja, aber Matteo ist tot. Ja, ja. Okay. Aber ich bin nach links weggelaufen. Woher weißt du das denn, dass Matteo da ist? Weil Leon mir entgegengelaufen ist und als er mir vorbeigerannt ist, hat er nochmal kurz umgedreht und auf einmal waren die Türen vor mir und hinter mir zu. Und ich dachte, er wollte mich da umbringen. Er hat Matteos Leiche gedeckt, die wahrscheinlich in Medbay lag. Als die Tür zugegangen sind, warst du in Electrical da. Na, das war die erste Tür. Danach oben wurde mir nochmal die Tür zugemacht, als ich Medbay vorbeilief. Wie soll ich dir denn im Laufen zugemacht haben? Hä? Du kannst die Karte aufmachen und mit WSAD weiterlaufen. Glaubst du, dazu bin ich fähig? Also ich will halt nur sagen, dass du mich umgebracht hast und ich versuche das halt aufzulösen. Es tut mir leid. Ich möchte keinen Stress machen. Ich versuche den Fall zu lösen. Weißt du, wo Matteo liegt? Ja, anscheinend dann irgendwo oben links. Ja, in Medbay. Also zuletzt gesehen habe ich in Medbay. Ja, und da wurde die Tür zugemacht und dann wurde fies gemordet. Das Ding ist, die Tür ist zugegangen, ich bin dann nochmal zurück, nachdem die Tür wieder auf war in Electrical, weil ich wissen wollte, ob Dalu jemanden getötet hat. Ja, und so, dann hast du natürlich keine Leiche. Da war aber niemand, nee, Lara hat gesehen, dass ich wieder von Electrical weggegangen bin. Moment, Lara war im Fight mit dir Electric? Nein. Ich war aber auch Edmund und Storage gleich mit eingeschlossen mit den Damen. In Edmund war mit mir Nils eingesperrt und Jay habe ich auch noch in Storage gesehen. Ja, ich war in Storage mit Lara und Sayu. Also so komme ich jetzt nicht zum Fall. Also ja. Leon, okay. Aber Dalu trollt mir zu viel die Runde. Ja. Ich troll dich, ich hab dich und du weißt es. Schwierig. Ich glaube, es ist Leon. Ich glaube wirklich, es ist Leon. Warum? Du bist gerade nach links gegangen. Die Türen waren zu. Ich kam nicht zu Reaktor, also nach unten, weil die Türen zu waren. War die ganze Zeit bei Upper Engine eingesperrt. Bin dann nach unten. Das Ding ging an. Und ich habe Richtung Lower Engine Dalu gefunden. Und Dalu hat eben Leon schon verdächtigt. Und Leon war der Einzige, der gerade nach links gegangen ist mit Dalu. Der Einzige. Nee, das mehr stimmt nicht. Doch, das stimmt. Nee, ich war gerade in Storage. Ich glaube, ich hab da Nils auch gesehen. Wie lange soll das her sein? Weil ich habe tatsächlich Leon gerade gesehen und zumindest nichts Verdächtiges. Also er hat mich auch nicht umgebracht. Ich war ja super lange oben links. Ja, weil er Cooldown hat. Ich war ja super lange oben in Upper Engine eingesperrt. In der Zeit hat er wahrscheinlich den Kill gemacht, ist dann zu Storage gegangen. Das ist ja keine Entfernung. Ehrlich gesagt, kenn ich nicht. Kann man einmal sagen, wo die anderen waren noch? Ich war zuletzt bei Shields, hab Simon da gesehen, der ist hochgelaufen in Navigation und war dann da zuletzt. Ja, ich bin fast fertig mit einem Tag. Aber wenn sie da nicht mehr gelaufen ist, das kann ich nicht sagen. Ich hab nämlich Admin mir angeguckt und ich glaube tatsächlich Zayu. Hey, warum? Also, du glaubst ihr? Nein, ich glaube Zayu. Ach so. Okay. Ja, lol. Ja, ich auch. Ich war im Admin drin und hab halt gesehen, wie zwei auf jeden Fall in Navigation waren. Das hat Simon und Lara halt gesagt, gerade bestätigt. Mhm. Und ja gut, Nils hat gerade Leon in Schutz genommen. Das ist, ja. Also kann ich nicht Nils und Leon sein? Vielleicht mache ich jetzt auch einen scheiß Call, dass es vielleicht dann doch Zayu ist. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gerade gesehen, er hat mich nicht gekillt. Ne? Also aber das ist wahrscheinlich, weil er einen Cooldown hat. Und das passt ja von der Zeit, wenn er dann nach unten gerannt ist. Da war ja die Leiche. Aber wir müssen jetzt voten. Ihr könnt mich jetzt rausvoten, aber es kann Mauki sein, den Self-Report gemacht hat. Wir werden es gleich erleben.
Skip. Ah, shit, sorry. Ja, alles gut. Ja, macht nichts. Alles gut. Okay. Was hattet ihr eben gesagt mit Nils? Der ist auch suspicious. Hat Leo und Nils. Suspicious. Ah, okay. Aus Gründen, dass ich vermute, er ist es, sondern ich würde ihn einfach rausvoten, weil er Nils ist. Es ist kein Raumschiff braucht jemanden, der einfach so intrigant sein kann. Ich hab's gewusst, verdammte Scheiße! Ich hab... Das war ja mal was. Schön runtergespielt. Wer war es jetzt nochmal genau? Leon und Nils? Ich und Nils. Ach, Leon, ich hatte es wieder gesagt, Mann, oder? Ja. Sehr gut, Mau. Ey, das war genau so, wie du gesagt hast, ja. Schon wieder der fiese Schmuck. Das Schlimmste war, ich war mit 4 Leuten in Electrical, stand auf dem Vent, wollte Sabotage klicken und bin einfach gewendet vor 4 Leuten. Oh. Und dann bin ich schnell hoch nach Medbay, da kam Matteo gerade rein, da hab ich den da getötet. Oh, Mann, ey. Ich hab's nur zugemacht, damit ich die Leiche nicht finde. Ey, Nils. Ja. Ja. Hat doch geklappt, zum Glück. Nils, der hat eigentlich eben so gekichert, als er nicht gemutet war. Toro. Er hat nicht nur gekichert, er hat auch Nils gesagt. Ja, es tut mir leid. Echt? Ja. Nicht gehört. Wer hat Nils gesagt? Toro hat ihr Nils. Tut mir leid. Der hat wahrscheinlich einen Mord gesehen oder irgendwas, was gerade passiert. Nee, ich bin die gar nicht. Nein, du siehst es als Geist ja nicht, wer die Imposter sind. Selbst als Geist nicht. Ja, aber wenn du die verfolgst und du siehst, dass ein Mord passiert, dann weißt du es. Was wolltest du? Ich wusste, dass Leon ein Imposter ist und Leon ist halt Nils gefolgt und dann war ja klar, dass Mann, ey, das Mauer von oben kam, war so doof. Aber Nils, Fall gelöst. Ja. Nils, du hattest so viele Chancen, mich zu killen. Ja. Warum hast du das nicht gemacht? Damit du mich beschützt. Ja, das war gut. Das habe ich mir fast am Ende gedacht. Und dann bist du neben mir und dann kriege ich den Dolch in den Rücken. Ja, ey, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das oben gerade nicht im Auge gehabt, dass ihr schon fertig seid. Sonst hätte ich ein bisschen aggressiver arbeiten müssen. Ja, aber es war schon gut. Lara, Detektiv Conan. Alter, Lara, ich hab gerade die ganze Zeit, bin ich dir hinterher, weil ich so Angst hatte. Ja, ich sehe ja auch. Als ich mich aus Versehen nicht gemutet habe, ja, und ich dann was gesagt habe, mich danach gemutet habe, hab ich selber gesagt, Dalu denkt jetzt, dass ich Meta-Impostor-Shit mache. Und sagt, ich hab überlegt, ob ich das recht gehabt? Ja, ich hab überlegt, ob ich den Trick selber mal übernehme. Ich fand das nämlich nicht schlecht. So. Hab ich mich auch gecallt. Ich hab nämlich gesagt, Jay redet noch. Tut mir das leid. Ist bestimmt ein Trick. Ja, es ist, oh mein Gott, es tut mir so leid. Es war kein Trick. Okay. Fail. Nächste Runde? Geht noch eine bei Simon? Simon hat nämlich gerade gesagt, letzte. Nein, ich weiß gar nicht, wie lange wir spielen. Ich dachte, das wäre die letzte. Ich hatte das so gehört. Aber ich bin dabei. Also eine würde ich noch machen. Ja, mach ja, eine Runde noch. Dann wäre noch eine. Okay, let's go. Ja, Junge, jetzt glaub mir mal, wenn ich den Fall löse. Danke. ich glaube, er Mauer jetzt als Kamera. Ich glaube, da du so lange lebst. Einfach. Ja, endlich ist es mal soweit. Endlich bin ich der Imposter. Was kann ich denn hier machen? Wie kann ich das denn sabotieren? Ich weiß es halt gar nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Merke ich gerade. Ich kann hier wenden. Okay, und dann? Wo kann ich da hin? Okay. Oioioi, voll schwierig! Voll schwierig! Hab ein bisschen Angst auch. Kann ich mit den Vents mich bewegen? So.
da bin ich und mach was und mach was und mach was und mach was. Oh, das ist aber eine schwere Aufgabe. Das ist eine sehr schwere Aufgabe, meine Freunde. Wo seid ihr denn? Soll ich den killen? Ja. Das nächste Mal, wenn ich Toro sehe, kill ich ihn. Aber ich stelle mich auch mal da so hin. Machst du Pseudokram? Ah! Okay. What? Ich habe Toro hat den Lara schon. Matteo gerade gesehen. Lara, du hast doch confirmed. Matteo ist gerade bei der Leiche gestanden. Ich bin mir nicht sicher. Stopp. Lara, du hast das reported. Wir standen gerade nebeneinander. Simon hat gerade den Mord begangen und du hast dann reported, oder? Aber warum hat er gerade gefragt, wo die Leiche ist? Das frage ich mich auch, und dann sind drei Leute da. Mach Dauerklicken auf Report, weil ich übersehe manchmal die Leichen. Nur Lara war es nicht, der Fall. Also, Dalukat ist mir entgegengekommen, aber es waren unten in dem Raum waren zwei Leute. Es war nicht Dalukat. Nein, es war nicht Dalukat. Matteo, tut mir leid, aber ich muss dich echt nennen. Du warst da einfach zu nah. Matteo wollte sogar den Kill machen und nach rechts wegrennen. Dann sind Lara und ich runtergekommen. Nein. Wer war die andere Person? Leon oder Simon? Ich würde niemals so einen Amateurmord begehen und bin in so einer Gruppe viele Leute sind. Wo wart ihr? Also, ich war auf der linken Seite der Map. Der Mord ist genau vor meinen Augen passiert. Ich habe nur nicht richtig hingeguckt. Vor deinen Augen passiert. Und wenn du es nicht warst, deckst du deinen Traitor-Kollegen. Ich decke niemanden. Simon gewesen. Wen decke ich denn? Naja, wenn der Mord ist nicht genau vor dir passiert und wirklich hinter dir oder du warst es. Wenn du nicht gesehen hast, wer es war, deckst du ihn. Ja, pass Simon. Auf. Okay, ich erkläre es dir jetzt nochmal. Ich stand genau da, wenn man zu Communications reingeht. Genau da an der Ecke, wo man reingehen kann. Also in der Tür. Ja. Mhm. Da wurde der Kill gemacht und ich habe nur noch im Augenwinkel die Farben gesehen, weil sie sofort reported wurde. Ich glaube, es war Simon. Ich habe dich ja auch gerade beschuldigt. Ist ja klar, dass du jetzt mich beschuldigst. Wir stecken alle in derselben Scheiße. Aber Lara, wie kann ich nicht überholen und reporten? Ja. Es tut mir leid, Leute. Ich hab gewählt. Baute mich bitte nicht, sondern beobachte mich einfach. Es tut mir wirklich leid. Nein, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt wirklich nicht. Ey, macht einen Fehler. Ich würde so einen Mord nie begehen. Das ist völliger Quatsch. Kumpel, Leute. Er will nur nicht sagen, wer es war. Ja. Dalo, du liegst da falsch. Du liegst da wirklich falsch. Ah, das ist geil! Ah! Ah! Der absolute Supermord war das! Der Killermord! Ich freue mich! Ach Gott, oh Gott, oh Gott! Kommt da jemand? Nee, kommt keiner. Was ist denn hier mit dem Timeout? Ach so, der geht, wenn ich in den Vents bin, geht der irgendwie weg. Ah, okay, so. Shit, ich hab den falschen Button gedrückt. Ich wollte töten. Oh, ich mache diese Sache hier. Ich mach den Shit. Ich hab schon wieder den falschen Button gedrückt. Ich wollte ihn töten, Mann. Okay, jetzt warte ich hier. Puh. Na, so. Einer wird schon vorbeikommen. Nee, der geht oben lang. Oh shit, ich vergesse immer den blöden Kill-Button. Q, oder? Q ist killen. Q wie killen. So, jetzt warte ich mal hier, bis er einer hingeht. So. Haha, Matteo und Dalukat. Jetzt gehe ich da runter und tu so, als hätte ich ihn. Ey, was geht hier ab? Da. Hallo, hallo. Matteo und Dalukat. Nee, der ist ja tot. Aber ich habe Matteo gesehen. Ja, also Matteo liegt hier mit zwei Leichen. Einmal mit Dalus Leiche und noch irgendeiner, die ich gesehen habe. Wo denn? Bei Oxygen, beim rechten Oxygen. Da muss Leon gewesen sein. Da bin ich gerade mit irgendwem hingekommen.
Ey, soll ich euch mal was sagen? Ich kenne Simon seit jetzt kommt wieder halben die Leben. Nein, lass mich schon mal anreden. Ich kenne, und Simon ist nicht so perfide, als dass diese Lüge gerade eben gespielt gewesen wäre. Wenn Simon sagt, Dalukat und Matteo. Du kennst mich. Und er sagt, oh, Dalukat ist ja tot. Das würde ich bei einem perfiden von euch, würde ich das so als Trick erkennen wollen, aber bei Simon nicht. Und Simon, ich lege für Nils Aussage die Hand ins Feuer. Nils ist ein Guter und dann glaube ich Simon und warum Nils. Sagt Matteo nichts? Er hat reported. Gemutet. Er merkt, ich bin fucking gemutet die ganze Zeit. Oh mein Gott. Simon, bist du bei mir mit Oxygen gerade hier? Ich weiß nicht, ich kam vom aus dem Norden in den Süden auf der rechten Seite und dann habe ich euch gesehen mit der Leiche und das ist mehr oder weniger alles. Und ich habe nur Matteo und den Namen habe ich gesehen. Okay, ja. Kann ich bitte ganz kurz was sagen? Ich habe Sepp gesehen, wie er den Mord begangen hat und ich habe sofort reported. Ach, als ob! Nicht als ob. Das war einfach so. Du hast mich kommen sehen mit Simon wahrscheinlich dann und hast dann easy reported, weil du Angst hattest, dass wir dich gesehen haben. Ich bin das ganze Game über Dalu hinterhergelaufen, damit er mir glaubt, dass es nicht war. Und dann kam und abgemurkst. Du bist ja echt ein Sack. Ja, okay, Matteo. Hey, Leute, wollt ihr mich jetzt es ist 100% Sepp. Sepp, darf ich mal was fragen? Warum bist du mir denn eben so schnell zur Seite gesprungen eigentlich? Du findest mich gar nicht nett. Was? Wir müssen voten. Bitte alle, wir haben einen Shot da raus. Matteo. Ich hab ihn gesehen. Ey. Ich habe es gesehen. Ja. Es ist, oh mein Gott. Matteo hat den Ruf unglaublich. Aber habt ihr alles gut gemacht? Alles richtig. Nee, Nils lasse ich in Ruhe. Der hat mich gerade gerettet. Oh. Oh, ist das herrlich alles. Ich gehe mal wieder ins Vent. Oh, es ist zu gut. Es ist einfach zu gut. Das ist einfach meine Runde. Aber meine Energie ist leer. Meine Lüge-Energie ist leer. Das nächste Mal werde ich gecasht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Victory! Simon, geile Sau. Alter, wie geil war das denn? Wir haben ich hab Nils voll gut vertraut. Nils hat mir das Leben gerettet, auf jeden Fall. Alter, ey, Simon, das hätte ich nicht gedacht. Beide Morde habe ich gesehen. Gesehen. Alter, direkt vor eurer Nase. Ja, ich war gemütet am Anfang, das stimmt schon. Simon hat mir den Mord an mir in die Schuhe schieben können und das war nicht verdient. Ja, das war geil. Simon. Oh, Alter, ich bin so. Ey. Ich glaube, ihr müsst da mal bei Rocket Beans da ein bisschen untereinander euch slappen oder so. Ich habe Simon echt, weil das hätte ich ihm nicht zu melden. Simon ist immer so herrlich verpeilt. Das stimmt. Und deswegen, ich habe in dem Moment wirklich gedacht, okay, Simon ist verpeilt. Wenn ich mich nicht so verfolgt, wäre ich nicht in meinen Tod gerannt. Ey, ich hatte sehr viel Glück. Ihr habt euch immer machen so anders. Noch eine Runde? Ja, gerne. Wer ist denn Mon nochmal? Simon. Ey, dass Simon diesen ersten Tod so in Kauf nimmt, dass er mich tötet vor drei Leuten. Aber war ja einfach nur vor Matteo, da hat er nicht gesehen. Ja, ey, das ist aber plötzlich alle rein. Du reportest noch und siehst es auch nicht. Ja, das war alles super unglaubwürdig. Ey, ich könnte es komplett durchdrehen. Ich dreh komplett durch. Ich sehe beide Morde und kann nicht glaubhaft rüberbringen. Das ist so gut. Aber Matteo. Du warst dann auch in dem Raum beim ersten Mord. Er musste den Mord gesehen haben. Ja, ich hab den auch gesehen, Lara! Aber warum hast du denn nichts gesagt? Ich hab es gesagt, ich war gemutet! Das war so gut. Es war super. Du musst ja schon ein bisschen dran arbeiten, Matteo, ne? Ihr Mann darfst du halt nicht sagen. Ich verliere den Verstand. Er würde das nicht machen, weil Mann, das darfst du niemandem trauen. Das ja. Ey, ich verliere komplett den Verstand. Hast du gemerkt, dass du gemutet warst? Ja, doch, dann mittendrin und dann nur so viel spät. Ich habe geschafft, eine gute Story zu stricken. Es war echt gut. Ich bleib jetzt bei Lara. Matteo gibt dem Imposter immer das perfekte Alibi, ne? Ja, das stimmt, ja. Also im Prinzip, wenn ihr Imposter seid, macht den Mord ruhig. Ruhig, wenn ich dabei bin, es hilft euch. Ja, das kann nicht schaden. Matteo kann danach aufrufen, finde ich gut. Eine, oder? Wollen wir noch eine Runde machen? Macht echt gerade Spaß. Na gut, aber das ist auch wirklich die letzte. Der alte Papa muss ins Bett. Ja, okay, letzte Runde wirklich. Lara, du bist jetzt und wer die gewinnt, der gewinnt den ganzen Abend. Deal. Hä, wir haben gerade schon. Ich
krieg gerade einen Tipp von Timo aus der Regie, völlig zu Recht. Ich wusste das nicht, dass nur der Imposter diese Vents benutzen kann. Was ich nicht ganz weiß, ist, wie man sich dann bewegen kann. Also wie ich mich von einem Vent zum anderen. Aber das ist ja jetzt egal, denn ich bin's ja nicht. Aber ich werde das auf jeden Fall zu Hause noch mal ein bisschen spielen. Das ist ja ein richtig geiler Titel. Ich habe diese ganzen anderen Dinger irgendwie alle schon gekauft und runtergeladen. Unfortunate, hier, Spaceman. Und es gibt so viel davon. Ich habe die aber bis auf das hier alle noch nicht gespielt. Aber ich liebe die Idee. Oh. Da steht schon 100%, aber der ist gar nicht complete. Aber bei Shields sind 3. Navigation, Electrical, Weapons. Gibt's hier, wo sind denn diese Kameras eigentlich, wo ich vorhin beobachtet wurde bei einem Mord? Ey, das Gute ist, dass man hier wenigstens durchblicken kann, also durch den Schirm. Ich sehe wenigstens mal, wer da irgendwie ist. Ist ja auch mal ganz gut. Also im Moment könnte ich überhaupt nicht sagen, wer es ist. Ich habe das Gefühl, Nils ist safe, den sehe ich eigentlich immer bei den Aufgaben. Geht das von alleine wieder auf? Ah. So, Lara, wir können ja definitiv von uns beide ausgehen, dass wir Crewmitglieder sind. Ja. Wir sind so lange rumgelaufen. Ja. Dalukart haben wir auch noch gesehen, unten bei dem Storage-Stand. Stimmt, aber es ist auch nur einer tot. Mhm. Und die Runde läuft schon sehr lang. Wir wissen, wo die Leiche liegt. Ja, aber wollen wir vielleicht auch erstmal sagen, wo wir alle waren? Ja, aber das bricht ja, also. Ich war gerade in der Cafeteria oben mit Nils. Ich bin komplett direkt die Runde gemacht. Ganz im Osten. Electrical. Wir sind Electrical, Taro und ich. Toro, genau. Ja, und habt ihr Jay auch? Ich bin da gerade reingekommen, hab angefangen, die Aufgaben zu machen. Wo? Sepp war auch da. Sepp war an die Tür war zu im Storage und da war ich mit Toro zusammen. Ich weiß nicht, ob Toro mich kurz gesehen hat, aber der müsste mich eigentlich auch gesehen haben. Oh, und hab rechts ging die Tür in Storage. Also die Leiche liegt. Aber Sepp hat mich auf jeden Fall, kann mich auf jeden Fall mir ein Alibi geben. Wo liegt vor 10 Sekunden noch. Kamera. Oh. Kamera, okay. Stimmt, ich werde die Kamera gucken. Ich habe sogar vor ihm getanzt. Irgendwer die Kameras gekillt? Oh lol, da sind die Kameras ausgegangen. Matteo wurde bei den Kameras gekillt. Oh. Ja, jetzt dann hat er wenigstens meinen Tanz. Ja, wow. Jetzt gingen die Kameras auf. Ich war voll traurig. Als die Kameras weg waren. Also Dalukart, du hast den jetzt gefunden. Ich hab den gefunden, ja. Also Jake kann das schon mal nicht gewesen sein, Jay war mit mir recht. Nee, ich hab auch nicht. Also wenn ich sterbe, Leute, dann ist es Toro. Nein. Ich möchte jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe auch die ganze Zeit rechts gesehen. Also, ich hab die beiden Blaus gesehen, ich hab Jay rechts gesehen. Ich hab so viele Leute gesehen. Ja, stimmt, Sayu, mit dir war ich zusammen im Navigations, ich erinnere mich. Also ich kann es nicht sagen. Wer war mit Sayuri? Jay, du? Wir waren ganz im Navigation noch. Richtig. Als ihr, glaube ich, schon weitergegangen seid. Lara. Nee, aber viel früher. Leon sagt wenig. Als wir uns noch nicht gesehen hatten, Lara. Was mit mir? Ja, du sagst wenig, Leon, sehr verdächtig. Ich habe gesagt, ich war mit Nils in der Cafeteria. Leon habe ich auch oben gesehen, ja. Der kam gerade von der Cafeteria und ist nach rechts gegangen. Partner, Jay und Nils habe ich da bisher drauf. Kann natürlich auch sein, dass die nur so tun, aber dann hätte Jay mich jetzt eigentlich längst erledigt. Also Jay ist sehr safe, würde ich sagen. Noch 2 Sachen, das kriegen wir hin. Mein Leben für den Job. Da lagen, dann will ich dahin. Ein kleiner Umweg noch und dann sind wir da.
Dort. So, ah, Dalukat. Ein bisschen Angst habe ich schon, der war mir schon zu häufig. Der Impostor. Allerdings glaube ich, der ist es nicht. Ich habe natürlich noch keinen Beweis, aber ich glaube, er läuft irgendwie viel zu zielgerichtet seine Missionen hier ab. Ich hatte gerade so Angst. Nicht schlecht im Leid. Wir sind definitiv Teammates. Wir sind definitiv Crewmitglieder. Ja. Alter, ihr rennt, rennt ja die ganze Zeit zusammen. Wir sind von Schüsse auf. Ich hab Angst. Ja. Okay, Tayua kam. Das kann ich bestätigen. Lara und Tore laufen die ganze Zeit zusammen. So, wo liegen denn die Leichen? Tayuri, magst du mir sagen, wo du warst? Ich war gerade komplett links, also Reaktor, da. Ja, das glaube ich, weil Sepp hat vorne wen umgebracht im Cockpit. Was sagen wir dazu? Wer war denn vor mir im Cockpit noch? Ja, warte, hier, der, wer war gerade gestorben? Simon gegengekommen. Vor mir war doch noch einer, oder nicht? Ja, der Tote. Nee, am Arsch. Ja, doch, weil Leon und Jay haben Strom angemacht, das habe ich gesehen. Lara und Toro laufen die ganze Zeit zusammen rum. Und wenn Sayuri wirklich Reaktor war, Sepp, ja, dann wenn, wenn, Dalu, glaubst du Sayuri? Ja, also, Lara und Toro, ihr habt mich gesehen, wie ich im Licht. Also, wenn Dalu sagt, ist halt wirklich. Wenn Lara und Toro Sayuri gesehen haben, ist der letzte. Ja, ich habe sie gesehen. Aber das ist echt nicht. Ist echt aber schwierig. Ich denke, Jay, Leon und Sepp sind in der engeren Auswahl. Irgendwo zwischen denen. Warum ist denn Dalu dann bei euch gewesen? Dalu, also im Endeffekt sind doch Sayu, Dalu und ich drin, oder nicht? Ja, ich bin auch mit drin. Ich bin super verdächtig. Weil ich ganz alleine rumgerannt habe, die dunklen natürlich Ecken. Natürlich hast du auch die Leiche gefunden. Natürlich bist du verdächtig. Ich bin mit den Aufgaben, by the way, fertig. Ich würde dann am besten mit Lara und Toro zusammenlaufen, oder? Ja, let's go. Wir voten jetzt Sepp raus. Bitte passt auf, lauft nicht unbedingt mit Leon und Sepp. Sepp und Leon kann nicht mitlaufen. Okay, weil Leon hätte ich gerade killen können, als wir den Licht ausgemacht haben. Ich hab einfach keinen Cooldown gehabt. Ich verstehe nichts. Was voten wir? Weil wir es anderen sind. Sepp ist es zu 100%. Oh, Jay hat für Sepp. Hey, hab ich auch gesagt. Wenn man bei Discord durcheinander redet, versteht man nichts mehr. Das ist ein Problem. Ja, Discord ist auch scheiße. Ich hab nichts gerafft gerade. Also, es ist auf jeden Fall Sepp und Sayu. Er wurde jetzt mehrfach schon so angedeutet, dass das was sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich am Ende nicht. Was ist denn hier? Warum kann ich das nicht? Nicht. Nee, okay, kann ich schon mal nichts machen. So. Ich suche jetzt mal den Sepp. Wo ist er denn? Ob der irgendwo lauert? Da ist er. Ah, da sucht er. Ich verfolge dich. Der Geist des Mon ist hinter dir. Aber er macht die normalen Aufgaben. Vielleicht tut er auch nur so, kann das sein? Aber das würde er dann ja nur machen, dass er nicht überwacht wird. Ah, okay. Alter. Es muss Leon sein. Der kam von der Tür da oben runter. Die Tür. Wo ist denn oben? Okay, Dalu liegt in Electrical. Genau. Und okay, ich glaube im Electrical. Leon kam von da und hat dann wahrscheinlich. Entweder hat Jay. Wir haben noch nichts rausgevotet, oder? Ja, also, ich war die ganze Zeit bei euch, als gerade das Licht ausgemacht wurde, als ihr die Kabel gefixt habt. Es sind Sepp und Leon, fertig. Es muss Leon und Sepp sein. Dann erstmal, aber Leon bin ich sicher. Lass es Leon nehmen. Wen nehmt ihr, Lara, Toro? Das will ich nehmen, Leon. Das kann ich. Nee. Nein, Lara, lass es Leon nehmen. Versucht euch auf seine Seite zu holen. Warte.
Nimm Leon! Nicht so schnell abhauen. Nicht so schnell. Jay schreit hier gerade sehr viel rum. Ja, ich muss gerade, weil also, sonst verlieren wir. Wir haben 70 Sekunden Zeit. Das macht man nur, um irgendwas zu vorbereiten. Okay. Ruhe. Lara, Toro, wir waren zusammen die ganze Zeit. Ihr habt die Kabel gefixt. Ihr habt gesagt, die Aufgaben sind fertig. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Habt ihr euch jetzt sind Sepp und Leon die letzte ganze Zeit. Ja, Dalu ist sogar noch an mir vorbeigelaufen, um gerade zu Electrical zu gehen. Leon und Sepp, ihr seid es. Warum warst du da? Also, ich habe das Licht gefixt, bin danach rausgelaufen. Dalu kam gerade reingelaufen. Ich bin danach ausgesperrt gewesen, wie ihr gesehen habt. Und die Tür hinter mir ging auch noch zu. Sepp, wo bist du gewesen? Ich bin bei den Kameras und weil ich mit meinen Aufgaben schon durch bin, habe ich beobachtet. Ich habe jetzt aber in letzter Zeit niemanden an den Kreuzungen gesehen. Deshalb kann ich dazu leider nicht sagen. Vielleicht warst du aber auch in Electrical und bist in Security reingewendet. Das kann natürlich sein. Ich bin auch gerade in den Kameras, ja. Wir müssen jetzt die Zeit nutzen, Leon voten und danach werden Vote Leon. Lara, bitte vote Leon. Wir müssen Leon rausmachen. Ich habe jetzt Leon gewonnen, aber was wir noch besprechen müssen, Sebastian wird jetzt wahrscheinlich O2 und Meltdown machen. Wir müssen zusammenbleiben und dann schnell die Aufgaben machen. Wir müssen die ganze Zeit so schnell es geht rein. Und die anderen Aufgaben machen, so schnell es geht. Nein, ich bin es nicht. Nein, ich bin es nicht, Lara. Okay. Ich bin doch die ganze Zeit bei Lara, wir bleiben zusammen. Lara, wir bleiben zusammen. Egal, was passiert. Folgt mir. Ich bin doch Aufgaben. Bitte einmal jetzt. So. Wem gehen wir denn jetzt hinterher? Jay. Jay. Alle sind sie zusammen. Ah! Wer ist das denn dann? Das kann. Der nette Nils, der steht nur rum. Okay. Das war. Ja, schwierig, ne? Man kann es irgendwie immer noch nicht sagen. wie die Geister alle schon so mitfliegen. Da hat er ihn getötet. Hat er ihn einfach... Wir mussten, wie gesagt, Sepp, ich hab's gecallt, Sepp macht jetzt den Kill auf Toro. Ja, wir haben uns getrennt, Lara. Ja? Ja. Jetzt kam die Sache. Einfach Sepp und fertig ist die Kiste. Sepp wird sich jetzt verteidigen und sagen, ich habe den gekillt, aber es ist halt nicht so. Ich habe gerade noch das ausgemacht. Du hast ja gesehen, Lara, du hast ja gesehen, wie ich das O2 gerade noch ausgemacht habe. Warum ist der gerade weg von dir? Warum ist der O2 ausgemacht? Ich habe gesagt, wir müssen ganz schnell die Aufgaben zusammen machen mit dem O2. Mhm. Und dann? Sepp, was sagst du denn? Ja, dann bin ich hochgelaufen. Und dann heißt du dann toten Toro liegen. Aha, okay. Und warum bin ich dann unten links am Motor? Bist du nicht? Du lachst. Okay. Du bist doch sogar noch zusammen mit uns gelaufen, ja, du Duli. Okay. Ja. Ich hab gewonnen. Lara, bitte. Enttäusch mich nicht. Danke. Danke, Lara. Alter. Oh mein Gott. Ich hab echt Angst gekriegt. Lara, Mann. Du hast mich echt schwitzen lassen. Das war so knapp. Ich hab noch eine Sekunde auf den Kill, dann hätte ich da einen Electrical den letzten Kill gemacht. Oh mein Gott, Bruder. Hey, du hast richtig stark gespielt, Jay. Du hast die Runde einfach geholt, Mann. Richtig gut. Also, ich habe halt Glück gehabt, dass halt dieser Kill nicht kam, als wir da gesteckt waren. Also, das war richtig total gut, dass ich. Tut mir leid, dass ich unentspannt war und jetzt gerade rumgeschrien habe, aber ich war nicht. Wir waren die und dann war ich alleine. Und dann waren Toro und Jay weg. Unabhängig davon war Sepp am Ende überführt, weil Xayuri und ich tot waren und nur wir drei verdächtig waren. Sepp, Xayuri und ich hätten den Mord vorne machen können. Hab ich auch noch gesagt. Aber ich habe auch gewonnen. Ich hab noch gesagt, Sepp, Xayuri und Dalu. Hättet ihr jetzt nicht reportet, dann wäre das durchgegangen mit dem O2, ne? Dann wären wir Nee, ich habe so schnell mich beeilt, dass es geklappt hätte. Er war so schnell drüben, also ich hatte eigentlich gehofft, hätte ich auch noch so geschafft. Mich ballern kann, aber nee, ging nicht. Schade. Das war meine letzte Chance. Ey, ihr Lieben, das war mir eine große Freude. Ich werde mal für Rocket Beans abmoderieren, aber das war richtig, richtig geil. Lass uns das zeitnah gerne mal machen. Ja. Aber ohne die Imposter, bitte. Also ihr vielen Dank fürs Mitspielen. Hat mega Spaß gemacht. Ja, sehr geil. Danke euch. Ja, schönen Abend noch. Tschö, Leute. Macht's gut. Ciao. Nein, Leute. Ciao. So, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich jetzt hier mache, noch die Leute da im Chat stört. Ich habe den Kopfhörer abgesetzt und ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Ich hoffe, weil ich natürlich keine Kontrollmonitore hier habe, sonst hätte ich ja cheaten können. Ich hoffe auch, dass Simon nicht parallel abmoderiert. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Among Us immer wieder ein großer Spaß. Ich muss für meinen Teil sagen, ich muss das Spiel erstmal checken. Es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß. Alleine so, welchen Terminals kommen welche Aufgaben? Wo kann ich als Imposter so tun, als wenn ich irgendwas mache? Und wo kann ich behaupten, ich hätte irgendwas gemacht? Wenn mich jemand fragen würde, okay, was hast du denn in dem Raum gemacht? Das wüsste ich überhaupt nicht,
nicht wissen, okay, was muss ich denn da eigentlich machen, dann würde ich sofort lügen. Deswegen, ich muss das noch, das ist viel, viel auch Erfahrung. Aber ich fand, Simon, du hast teilweise gut gespielt. Hörst du mich? Ja, ich kann dich hören. Ich war auch. Das Lustigste ist, wenn du meine Sicht nochmal siehst, ich wollte die ganze Zeit Leute killen und hab dann entweder den falschen Button gedrückt oder ich hab irgendwie so, dann kam plötzlich einer um die Ecke, dann konnte ich mit diesen Vents nicht reisen. Ich war so komplett chaotisch. Ja. Und dass ich das noch geschafft habe, Alter, das ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte so, Alter, okay, du hast mega verkackt. Allein dieser Mord an den drei Leuten, dachte ich mir, Alter, das hat doch jeder gesehen. Das war so. Ich bin einem hinterher, wollte ihn killen und dann war es irgendwie, dann habe ich den falschen Button gedrückt oder der Cooldown war noch aktiv und ich habe es einfach komplett verkackt, dass ich das noch geschafft habe. Hammer. Danke an dieser Stelle für dich, an dich. Du hast mir das Zünglein an der Waage. Aber du weißt auch, dass das natürlich jetzt für mich nochmal eine Justierung deiner Persönlichkeitseinstufung nach sich zieht. So, Simon, so das Rad wird jetzt verdreht und jetzt weiß ich, okay, er ist durchaus so durchtriebenen Dingen fähig. Ey, wenn du mich gesehen hättest, Nils, du hättest instant gewusst, dass ich es bin. Wirklich, weil ich habe geschwitzt, ich war rot. Ich bin aber so ein schlechter Lügner. Ja. Ey, aber ich fand es auch irgendwie herrlich, dass in der einen Runde habe ich ja wirklich nichts gemacht. Und alle so, ja, Nils. Und ich hab überlegt, okay, warte mal, bin ich echt so ein schlechter Lügner? Habe ich da irgendwie durch irgendwas total verraten? Weil ich konnte ja bei nichts beobachtet werden, weil ich habe ja nichts gemacht. Ne? Also ja. Irgendwie, das ist schon ein scheiß Moment, so beschuldigt zu werden. Aber es ist ein Spaß und wir werden es natürlich häufiger noch machen. Aber ja. Jetzt machen wir Feierabend, wa? Ich denke auch. Das war schön. Bis dann. Ja. Tschüss, Leute. Tschüss, Simon. Tschüss, Regie. Peace out.